Sorry für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Yes to the New World Order! Live sind wir jetzt hier. Ne? Ist der Detlev von Wake News Radio, Wake News TV. Ich grüße euch. Guten Morgen, Deutschland, aber nicht nur. Ist ja auch ein bisschen mehr als die BRID, oder? Deutschland. Und wir wissen, dass ganz viele auch aus allen deutschen Regionen hier zu hören, aber nicht nur, sondern auch natürlich hier aus allen möglichen anderen europäischen Ländern, aber auch aus anderen. Und zwar nicht nur die Deutsch unbedingt so sprechen allein, sondern es sind auch viele so Interessierte, gell? Nicht nur die NSA, die hört heute bestimmt zu, weil wir haben interessante Themen und ich grüße euch zu unserer heutigen United with Strike Radio Marathon Sendung, immer jeden zweiten Samstag im Monat, jawohl! Und da geht's rund um die Uhr bis in die Morgenstunden dann mit deftigem Programm weiter. Ja, und wir haben den 12. April 2014 und es ist 14 Uhr, kurz danach, ne? Und wir sind live. Klasse. Hey, super, dass ihr schon alle eingeschaltet habt. Ihr Menschen sind eigentlich schon aufgestanden heute. Das bei dem Wetter. Ihr müsstet draußen sein, schön die Sonne genießen, solange sie noch da ist und alles zugesprüht wurde.
So wie ich das immer auch kommentiere, ne? Wenn ich meine Sendung habe. Ich habe ja sonst immer Dienstags und Donnerstags, ne? Nicht vergessen. Ne? 16 bis 18 Uhr live. Und dann wiederholen wir mal die Sendung. Ja, du Rami sagt, Waschtag ist heute, Detlef. Oi. Ja, ich habe, ja gut, also wir werden ja alle Gehirn gewaschen, das ist ja klar, das passiert eh jeden Tag mit uns und in der Nacht auch wahrscheinlich. Okay. Ja, klasse, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hatten ja schon die Woche eine ganze Menge heiße Themen. Und wer die also verpasst haben sollte, kann die immer noch mal sich anhören, gell? Oder? Wir haben ja auch die Archive zur Verfügung für euch. Zum Beispiel die Zersetzung unserer Gesellschaft durch die Bankster. Ja, das hat alles damit zu tun. In gewisser Weise hängt alles miteinander zusammen, auch das, was wir heute besprechen. Und dann setzt die Kriminellen hinter Gitter. Das war am Donnerstag, wollte ich sagen. Sonnabend, soll ich mal sagen. Hoppla, vorsichtig mit meiner Diktion. Ich muss hier ein bisschen auf das aufpassen, was ich sage. Heute ist ja Sonnabend. Ne? Sonnabend, okay. Ja, und heute haben wir ein gefülltes Programm hier. Wir fangen ja immer in United Strike Radio Marathon. Ja gut, ich bin ja auch einer der Mitgründer. Dann mal auf Deutsch an. 2 Stunden! Ja, weil die meisten Amis dann noch in der Koje liegen, ist noch ein bisschen früher dort, habe ich also 2 Stunden Privileg auf Deutsch zu senden. Und das machen wir auch mit einem klasse Gast, den ich gleich mit aufrufe. Und bevor ich das aber mache, wollte ich noch mal kurz in die Sendung einführen. Das mache ich immer, ist übrigens auch immer nachzuvollziehen von euch über meinen Blog mywakeness.wordpress.com, da habe ich noch so ein paar einführende Worte, ne? Links, Bildchen, ja, und später kommt dann auch die Sendung hochgeladen, diesmal nicht sofort, sondern wird auch nicht wiederholt, sondern erst später. Dafür haben wir sie dann immer in der Aufzeichnung bei United We Strike Radio und ICN Radio Network, weil wir das dann bis zum nächsten Monat immer wiederholen. Ja, klasse. Also es bleibt in der im Gedächtnis sitzen. Und wir haben natürlich ein heißes Thema auf Deutsch, die versuchte Herrschaft der Firmen über das Volk. Und was damit auf sich hat, gehen wir gleich drauf ein. Und natürlich später dann im englischsprachigen Teil werden wir auch über die Bundy Family sprechen. Stand up for your rights against tyranny, so würde es auf Englisch heißen. Neudeutsch soll ich ja nicht mehr sagen. Okay, einen Rüffel gekriegt. Ich meinte das immer sarkastisch, bitteschön. Ja, Corazon, oder? Gut. Ja, und da werden natürlich auch viele andere der heutigen Gastgeber und Gäste und so weiter drüber sprechen. Sheriff Mac sollte eigentlich heute da sein. Ich weiß nicht, ob er das schafft, aber der ist, glaube ich, vor Ort jetzt in Nevada, um dort mit dem Sheriff zu sprechen. Aber da kommen wir dann später nochmal drauf an. Okay. Ja. Wunderbar, schön. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen klasse Gast gleich bei uns. Wir haben vor, ein wenig darüber zu sprechen, was die Hintergründe sind. Und das soll ja auch nicht immer aus meinem Munde alleine kommen, sondern es beschäftigen sehr viele Menschen sich mit dem Thema. Und Holger alias Conrebi wird heute also bei uns in der ersten beiden Stunden dabei sein. Und ich habe dort veröffentlicht bei mywakeness.wordpress.com die versuchte Herrschaft der Firmen über das Volk. Ja, und in der heutigen Sondersendung United Strike Radio Marathon werden wir uns in diesen beiden ersten Stunden auf Deutsch mit diesem Thema der inzwischen offenkundig gewordenen faschistischen Machtübernahme durch Firmen, die die Regierungen allerorts unterwandert und übernommen haben. Besonders krass ist das natürlich im deutschsprachigen Bereich, hier vor allen Dingen in der BRID, ein Gebiet von Deutschland, das von einer Nichtregierungsorganisation, einer NGO, das heißt übersetzt Non-Governmental Organization, in Duldung durch die Alliierten verwaltet wird, nicht zum Wohle der Menschen, die darin leben, sondern zum Wohle und zugunsten der großen Konzerne, die wiederum den wenigen gehören, die die Geschicke der Welt durch ihr Schuldgeldsystem diktieren. Die nenne ich immer die DIMS, die dominante irrsinnige Minorität.
So bin ich dann froh, dass ich den Holger alias Conrebi, der selbst Filmemacher und natürlich Aufgewachter ist, als Gast begrüßen zu können. Er wird seine Gedanken und Informationen zu diesem Thema beisteuern und er schrieb mir im Vorfeld Folgendes. Ich dachte in den letzten Tagen, ich zitiere es, über das Thema nach und bin zu diesem gekommen, metastasierende Diktaturen. Das kann uns dann gleich nochmal erklären. Also er hört ja schon zu, das muss er schon, ne, muss er jetzt nochmal nachschauen im Dictionary. Ja. Es geht um Landkreise, die Konzerne sind. Es geht um Konzerne, die uns als Krankenkassen verkauft werden, jedoch alle verfügen über keinerlei Gewaltenteilung. Legislative, Judikative und Exekutive sind in einer Hand bei diesen Konzernen. Und über allem schwebt die BRD, die aufpasst und alles tut, dass dieses System ausgebaut wird. Es geht um die Geschäftswerdung der Welt, über die Herrschaft des Pöbels, der Ochlokratie. Ja, und da habe ich einen Link reingetan auch. Kann man nachschauen, was das alles heißt. Und ich habe auch einen Link zum Conrebi, zu seinem Blog und vor allen Dingen zu seinem Videokanal, der also sehr bekannt ist inzwischen. Und da wird er uns vielleicht auch noch ein bisschen erzählen, was so seine Projekte sind. Dann schauen wir mal. Holger, bist du schon da? Ja, ich bin da. Hallo Detlef. Ich möchte auch alle Zuschauer oder Zuhörer begrüßen. Ja, super, klasse. Klasse, dass du es einrichten konntest. War relativ kurzfristig. Wir sind ja spontan. Ja, und vor allen Dingen müssen wir uns immer den Ereignissen nach strecken und müssen einfach was tun. Ne? Oder? Auf jeden Fall, ja. Zumindest interessiert bleiben. Genau. Immer Interesse zeigen, ne? So wie in der Schule früher, ne? Wenn der Lehrer einen anguckte, ne? Immer so tun, als ob man zuhört. Ne? Ja, aber es ist so, Holger, die Zeiten sind bewegt. Wir werden ja auch später im Verlauf der Sendung nach dem Deutschland-Teil dann auch über die Vorkommnisse in den USA sprechen mit der Bundy-Family, wobei das ist ja nur ein Einzelfall, es gibt noch viel mehr davon. Aber das hat auch damit zu tun, und das besprachen wir im Vorfeld, dass alles versucht wird, von Firmen zu übernehmen. Und es gibt hier da unglaubliche Neuigkeiten, die ich dann aber erst in der nächsten Phase dann darüber berichte auf Englisch, über eben, wer dahinter steckt, zum Beispiel der Senator Harry Reid und die chinesische Regierung, die offenbar an das Land ran will, weil dort ein großer Solarpark gebaut werden soll und aus dem Fracking gemacht werden soll. Und da stören natürlich die Viecher, ne? Die Rinder und Kühe, die, ne, das hatten wir hier auch so, ne, hier bei uns um die Ecke da mit dem Martin Deschle, haben sie erstmal die ganze Kühe weggenommen, mal gucken, was passiert, ne. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Holger, ich wollte dir jetzt eigentlich mal die Möglichkeit geben, dich nochmal kurz vorzustellen, nochmal zu sagen, was du tust. Das ist für viele vielleicht, die hier zuhören und dich noch nicht kennen, interessant und dass auch vielleicht nochmal sagst, wieso du zu diesem Thema gekommen bist. Ja, also ich habe 2010 erst YouTube für mich gefunden. Vorher war ich gar nicht im Internet, aus verschiedenen Gründen, weil ich davon nichts hielt zunächst. Aber es zeigte sich doch, dass dieses YouTube sehr interessant ist aufgrund der Kommentare, die gesendet werden können. Und das hat mich dann bei diversen Videobeiträgen sehr viel weitergebracht. Also wenn ich nochmal an die Zeit von 2009 oder so zurückdenke, da war ich ein ganz anderer Mensch im Grunde genommen. Das verändert einen schon. Und irgendwann hatte ich dann selber mir einen YouTube-Kanal eingerichtet, ab März 2010. Hatte dann also auch irgendwelche Beiträge hochgeladen. Und dann später habe ich dann auch die richtige Software gehabt. Das musste ich mir alles erst besorgen. Und war dann also auch in der Lage, meine eigenen Beiträge zu machen. Wobei deutlich gemacht werden muss, dass die ersten Beiträge also überhaupt nichts mit dem Anspruch auf Information oder sowas zu tun hatten, sondern vielmehr einfach, ich fand das alles interessant. Ich hatte Videos zu Themen gemacht, die mich interessierten, in der Hoffnung, Kommentare zu erhalten, die mich und andere dann natürlich auch weiterbringen können. Und das ist im Übermaß geschehen und vielen Dank hier an dieser Stelle nochmal an all jene Kommentatoren, die hier also wirklich einiges geleistet haben. Und wir kommen auch bestimmt noch in der Sendung
auf einen Kommentator, der mich jetzt also auch wieder inspiriert hatte, zu einem Video über Polen, was unbedingt mit der Geschäftswertung der Welt zu tun hat und welche Maßnahmen dort ergriffen werden, damit Hintergrundmächte Staaten leiden. Das war ursprünglich gar nicht mein Thema, als ich den Videokanal eröffnete. Geschichte ist mein Hobby und ich mache das schon seit meinem 6. Lebensjahr. Also ich fand das immer ganz interessant, diese niederländische Seemalerei und so. Ich komme von der Küste aus Ostfriesland. Sturmfluten gab es dort jede Menge und die wildesten Geschichten natürlich. Und Geschichten und Geschichte hat sehr viel miteinander zu tun. Wobei natürlich dann immer auch zu hinterfragen ist, ist da wirklich was dran an den Geschichten? Ne? Um nur ein Beispiel zu nennen, bei einer so einer Sturmflut sollte zum Beispiel ein Gehöft auf niederländischem Territorium gelandet sein durch die Fluten. Und anschließend kam es dann zu Gerichtsprozessen, wo dann der ostfriesische Bauer behauptete, das sei jetzt sein Land und so. Na, ich habe bis heute noch nicht rausgekriegt, ob diese Geschichte wirklich stimmt. Häufig ist das ja auch eine Überzeichnung einfach dessen, was stattgefunden hat, diese Geschichten zu. Ja, da hast du recht. Holger, und der andere Punkt ist, natürlich muss man aufpassen mit der offiziellen Geschichte, weil die ja meist von sogenannten Siegern auch noch ein bisschen geschrieben wird, ne? Oder? Du kannst aber, indem du die offizielle Geschichte dir vergegenwärtigst, kannst du sehr viel erkennen. Also, um gleich mal zum Thema vorzudringen, hier mit der Geschäftswertung der Welt und auch was unseren Staat angeht. Alle haben wahrscheinlich in der Schule gehört, dass Scheidemann am 9. November um 14 Uhr 1918 eine Republik ausrief. Eigentlich muss jeder, also ich habe das lange Zeit selber nicht gemacht, ne? Ich möchte hier nicht irgendwie oberlehrerhaft klingen. Normalerweise kann man sich ganz einfach mal fragen, kann ein Staatssekretär das? Nein. Es wurde nur ein Geschäft eröffnet. Ja, das so, ja, genau. Und da kommen wir mitten ins Thema rein, ne? Ja, das würde ich so, ja, vielleicht ist das ein guter Beginn, ja. Ja, das geht ja letztendlich ums Geschäfte machen, denn ich habe jetzt vor kurzem auch bei einer Staatsanwaltschaft hier in Waldshut-Tingen, das ist bei uns hier in der Ecke in Baden-Württemberg, da stand drin, der Geschäftsverlauf. Da wird der Geschäftsverlauf dargestellt, wie viele Leutchen verknackt wurden und so weiter. Das ist wirklich unglaublich. Ne? Also ich habe ja nun aktuell auch so mit der Krankenkasse zu tun und bin da ja aus allen Wolken gefallen. Ne? Aber da kommen wir bestimmt noch in der Sendung zu. Ne? Im Verlauf dessen hatte ich mich zum Beispiel auch, musste ich erstmal auch für mich eruieren, welche Möglichkeiten hast du denn hier? Kannst du überhaupt vielleicht mit Handelsrecht, weil mehr ist das ja hier alles nicht, irgendwas machen? Und sah dann auch so bei den Möglichkeiten nach, wie zum Beispiel Verwaltungsgericht, ne, weil ich habe jetzt auch mit dem Versicherungsamt einen Konflikt, ja, und dachte mir jetzt, dass es vielleicht möglich ist, übers Verwaltungsgericht da irgendwas zu machen. Und da steht doch tatsächlich auf deren Webpräsenz: Das Verwaltungsgericht Berlin verdankt seine Existenz der amerikanischen und britischen Besatzungsmacht. Punkt. Kann jeder nachgucken. Ne? Also ich habe denen das auch herrlich geschrieben. Die wollen 780 Euro jetzt, weil ich da eine Anfrage gestellt hatte nach einem, Feststellungsurteil. Ich hatte so argumentiert, ich bitte um ein Feststellungsurteil, dass ich Preuße bin, damit die BRD-Behörden besser damit umgehen können. Ja, und erst sagten sie, ja, der Prozess wird eröffnet und so weiter und so fort, ne, und kein Problem, der Verhandlungswert wird auf 10.000 Euro festgelegt und so, ne, und ich, ja, super, ne, jetzt kommt das doch tatsächlich zum Prozess, ne, da hätte ich doch noch mal die Möglichkeit vom Leder zu ziehen, ne, ja, Nase, ne, dann kriegte ich plötzlich eine Rechnung von 780 Euro und habe einen ziemlich bösen Brief zurückgeschrieben, ne, gucken Sie einfach mal auf Ihrer Webpräsenz nach, ne, da steht, Sie sind, Sie verdanken ihre Existenz der amerikanischen und britischen Besatzungsmacht, und im weiteren Text geht auch nichts hervor, dass es irgendwann mal zu einer Statusänderung gekommen ist. Weil da hätte ja stehen müssen, also
in der Selbstvorstellung. Ja, und seit 1990 sind wir hier, was weiß ich, ne? Ja, und jetzt kommt das ganze Thema hier mit West-Berlin und der Veröffentlichung des Schreibens vom 8. Juni 1990, wo denn die Alliierten geschrieben haben, dass die Bundesrepublik Deutschland niemals, ich betone nochmal, niemals in den Westsektoren regieren werden. Einfach nur Bekanntmachung des Schreibens von 1990, 8. Juni 1990 eingeben. Ihr findet's. Es steht auf Butzer, auf den ganzen offiziellen Links. Also Butzer ist ja was Offizielles und was war das noch? Juris.de und so, da steht das alles. Also ihr könnt diesen Begriff, und dann könnt ihr es nachlesen. Ja, und wie gesagt, ich habe seitdem von dem Verwaltungsgericht nichts mehr gehört, aber man sollte nicht den Tag vor dem Abend loben, ne? Ja, aber du darfst vor allen Dingen eins nicht vergessen, denen auch immer ordentlich viele Rechnungen zu schicken. Wir nennen das Kostennoten. Ja, die immer mindestens 10-mal so hoch sein müssen wie das, was die haben wollen, ne? Ja, ich verfolge ja auch deine Sendung. Ich habe das ja auch immer gehört und auch andere empfehlen das. Ne? Ich bin nicht so der Büromensch. Also ich müsste mir jetzt ein Terminbuch zulegen, weil die müssen dann ja auch erinnert werden. Ja, ja, mit Mahnungen und so. Und wir nehmen also, immer 18%. Ne? Das ist richtig. Die Kartengröße. Ne? Und dann muss man natürlich auch konsequent bleiben. Wenn man dann einmal eine Rechnung schickt, dann muss man natürlich auch immer wieder dran erinnern. Und dann stellt sich ja automatisch die Frage, wie komme ich an die Knete? Ja, gut, da sind wir, basteln wir noch dran. Die Leute, die ziemlich nah dran sind, werden immer kurz vorher dann weggeschnappt und den nimmt man dann seinen Rechner mit und so. Die müssen dann immer wieder von vorne anfangen, alles aufzuarbeiten. Aber wir kommen schon dran, irgendwann. Da gibt es auch ich versuche ja selber auch sowas herauszufinden. Da gibt es diesen europäischen Pfändungsfonds. Der setzt aber voraus, dass im Staate, eine Gerichtsbarkeit entschieden hat. Und zwar im Sinne, dass man da einen Einspruch hat. Wir haben aber keine Gerichte. Ja, aber wir sind noch einen Schritt weiter jetzt gedanklich, weil wir sagen, wenn wir schon hier von den Amis besetzt sind, das ist es wahrscheinlich auch überwiegend, dann können wir auch amerikanische Gerichte nehmen. Und die Problematik ist nur eben das aufwendige Übersetzen aller dieser Dokumente. Und dann nehmen wir einen District Court und dann, dann ist das in einem besetzten Territorium der Amerikaner passiert und dann, ne, oder? Das ist die bessere Idee. Also gar nicht erst mit dem europäischen Pfändungsfonds anfangen. Ich hatte da diese 60 Seiten durchgelesen von so einem PDF. Hätte ich mir auch sparen können. Wie gesagt, die setzen dann immer voraus, dass das hier ein Gericht schon positiv beschieden hat. Dann brauchst du den europäischen Pfändungsfonds auch nicht. Nur du kommst nicht so weit. Ja, gut, also das ist, machen wir lieber nochmal eine separate Sendung darüber, weil wir sind dabei, das zu eruieren, wie das geht. Ich habe auch schon eine Übersetzung und so einen Auftrag gegeben. Also wir arbeiten da weiter, ne? Ganz konsequent. Ja. Aber gut, das ist noch ein anderes Thema. Ne? Wir machen ja wieder eine Sendung, Holger, oder? Ja, klar, ja, gerne. Also steigen wir ein in die Firmenkonstruktionen, die hier uns versuchen zu regieren. Also nur zu. Ich jetzt oder was? Jojo. Ja, also man muss gedanklich zunächst mal erstmal sich mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen. Da können wir dann direkt im Mittelalter anfangen. Und zwar geht es ja viel um Treuhandgesellschaften. Es gibt ganz viele Leute, die dann sagen, ja, BRD, Treuhandgesellschaft oder so. Solche Formulierungen kommen ja immer wieder vor. Und dann muss man sich einfach mal vergegenwärtigen, dass bereits im Mittelalter ein Lehen vergeben wurde an jemanden und das ist eine Treuhand. Ne, das muss man einfach wissen, dass es sowas gibt. So, und dann kommt man eben automatisch dazu, wenn man jetzt nur die offizielle Geschichte sich durchliest, dass zum Beispiel John Lackland, also König Johann ohne Land, das ist diese Geschichte mit Robin Hood und König Richard I. und so weiter, das war die Zeit, wo dann eben das Königreich England regiert wurde von eben diesem John Lackland und der hatte den Fehler gemacht, dass er einem französischen König den Krieg erklärt hatte mit seinen Verbündeten. Das Ganze ging in die Hose und jetzt musste er fürchten, exkommuniziert zu werden. Er übergab England an
den Papst an die katholische Kirche und ließ sich als Lehnsherr einsetzen. Er bewirtschaftete das Land und erhielt dann also ein Salär jedes Jahr in einer gewissen Höhe. Seitdem ist England katholisches Land und zum Lehen gegeben. Wenn wir jetzt weitergehen in der Geschichte, werden wir eben sehen, wohin das Ganze geführt hat. 1540 kam eben Heinrich der VIII. An dem wurde König von England und dieser, das ist derjenige, der die sieben Frauen da musste sich scheiden lassen und manche verloren den Kopf deswegen, weil er ein Erbe brauchte. Dieser hatte 1540 dafür gesorgt, dass es zu einem Sustis-Quy-Act gekommen ist. Und das hatte damit zu tun, man hatte die Flotte aufgebaut. Viele, weil der Längengrad war noch nicht bekannt oder man wusste immer nicht genau, wo man auf See ist. Das führte zu jeder Menge Opfer auf See. Man wusste nicht, ob die Leute leben oder schon tot sind. Deren Hab und Gut stand aber noch rum. Die Vermögenswerte, das ist die juristische Person, die bleibt. Und dieser Sustis-Quy-Act, also befreit vom Leben heißt das, das ist altfranzösisch, wurde eben inszeniert, um eben damit umgehen zu können. Und so hieß es dann damals, wer sich nicht innerhalb von 7 Jahren für lebend erklärt, ist für tot erklärt. Übrig bleibt die juristische Person, der Vermögenswert. Und so werden die Leute auch angesehen. Und der nächste Schritt war dann eben bei Charles dem Zweiten. Das ist wieder ein Katholik gewesen. Also Heinrich der VIII. Hatte damals ja die anglikanische Kirche ins Leben gerufen, was wahrscheinlich alles nur ein Fake ist. Ja, alles nur Täuschung. Und Charles II. War wieder Katholik. Und dieser hatte 1666 auch wieder aus, man könnte jetzt einige Gründe nennen, die Pest, Brand von London, der erste englische Seekrieg, ne, also 1651 und so weiter und in Folge dann der zweite noch und so. Jede Menge Leute blieben auf See oder sind sonst wie verschwunden. Und da hatte man eben nicht mehr gesagt, wer sich innerhalb von 7 Jahren nicht für lebend erklärt, wird für tot erklärt, sondern man wurde gleich für tot erklärt, als vermögenswert angesehen. Das ist also ein krasser Verstoß gegen jede Menschlichkeit, wenn man also reduziert wird auf das, was man als Vermögen darstellt. So, das sind so diese Schritte, die wir beachten müssen. Und drei Engländer, also wie zum Beispiel hier diese BCG, also diese British Constitution Group, die denken, sie hätten die Bill of Rights, die ist exakt 23 Jahre nach diesem Sustis-Quy-Act, also befreit vom Leben von 1666, 23 Jahre später sind diese Bill of Rights von Wilhelm von Oranien, also Wilhelm III., überhaupt erst gegründet worden. So, jetzt stellt sich automatisch die Frage, für wen denn, wenn die Leute alle tot sind? Also für tot erklärt sozusagen. Ja, eben nur für die Noble People, für die Gentries, also alles, was da so an Adel und Unteradel rumkreucht, für die sind diese Bill of Rights. Und genau das Gleiche haben wir mit unserem Grundgesetz jetzt, weil wir ja über den Ersten und den Zweiten Weltkrieg in diese Situation überhaupt erst geraten sind, dass hier die Geschäftswertung der Welt sozusagen von England oder vom angelsächsischen, angloamerikanischen Raum auf uns übertragen wurde. Und da haben wir jetzt eben mit dem Grundgesetz genau dasselbe. Die ersten 20 Artikel, die kannst du gleich in die Tonne treten, die kannst du gar nicht in Anspruch nehmen, weil du nur reduziert bist auf juristische Person. Ja. Das ist schwerer Tobak für viele, vor allen Dingen, also ich meine, viele, die hier zuhören, sind ja sowieso, ja, alle sehr alert, setzen sich mit solchen Themen auseinander. Jetzt stellen wir uns mal die ganze Masse der Menschen vor, egal wo, die sich da nicht mal mit beschäftigen. Ne? Das Oder? Ist ja das, ja, das ist das Problem. Wenn wir jetzt zum Beispiel, also ich habe durchaus Leute in meiner Altersgruppe, die sagen, ja, ich bin Europäer. Die geben alle alten Rechte auf. Und das haben wir im übertragenen Sinne auch in den Gemeinden. Wir haben es derzeit hier zu tun mit einem, also in einigen Bundesländern, muss man ja sagen, haben wir es eben zu tun mit der Änderung der Kommunalverfassung. Diese
Das kann man nicht lesen in der Kommunalverfassung. Da gibt es denn so Zusätze. Das ist fast so wie bei der amerikanischen Verfassung, ne, wo es dann auch diese Verfassungszusätze gibt. Nur hier in diesen Zusätzen steht dann drin, dass Gemeinden unter 500 Einwohnern zwangsvereinigt werden mit anderen, um eine große Gemeinde zu bilden. Der letzte, der das gemacht hat, war Adolf Hitler mit den Gauen. Ne? Der hat dann einfach die Landkreise so zusammengenommen und einen Gau draus gebildet. Das ist ein politisches Konstrukt. Ja, und für alles verantwortlich und geschäftsführend war dann der Gauleiter. Ne? Und genau sowas findet gegenwärtig statt. Das führt leider dazu, dass viele Gemeinden, also die kleinen Gemeinden, gar nicht wissen, was für Rechte sie haben. So ist es zum Beispiel in Thüringen, wie heißt die Gemeinde? Ich glaube Sonnenstein. Die ist gebildet worden aus mehreren kleinen Gemeinden. Und die eine Gemeinde, diese eine kleine Gemeinde, die hatte noch Winzerrechte. Die sind sie jetzt los, weil da ist was Neues entstanden. Tja. Und das Problem, eigentlich hätte ja der Bürgermeister auch unglaubliche Rechte, aber diese Bürgermeister sind meistens besetzt mit eben Systemlingen, ja, meist Juristen, die also das dann entführen alles quasi, oder? Entführt haben so sie, sagen? Ja, entführt haben es die Alliierten. Und zwar, ja. Wenn man Carlo Schmidt nochmal genau zuhört, bei der Einführungsrede zum Grundgesetz hat er gesagt, die Alliierten haben über die Gemeinden die BRD aufgebaut, also die Westalliierten. Und damit meinte er, dass die Ratsverfassung, es gibt also die süddeutsche Ratsverfassung, die norddeutsche ist britisch, die süddeutsche ist amerikanisch. Ja, und die finden wir jetzt übrigens im Osten wieder. Ne? Da haben wir immer wieder den Hintergrund, ist ja doch alles amerikanisch hier, ne? Von denen besetzt oder so. Und dann haben wir noch Bürgermeisterverfassung und so weiter. Das ist alles vorher nicht da gewesen. Und es geht darum, ist der Bürgermeister ehrenamtlich oder ist er sozusagen offiziell eingesetzt? Ja, ein politischer. Ja, aber würde das denn nicht, wenn das so gemacht wurde, eigentlich völkerrechtswidrig gewesen sein, weil der die Haager Landkriegsordnung solche Art Eingriffe eigentlich untersagt, oder? Temporär ja immer, ne? Also die konnten das natürlich jederzeit, die Alliierten, die Westalliierten besonders, konnten ja jederzeit begründen, wir müssen hier irgendwas neu organisieren. Das sieht man zum Beispiel in der Verordnung Nummer 46 aus dem Jahre 1946 bezogen auf die Organisation. Man muss wirklich ganz genau lesen. Da steht, ohne eine spätere Neuorganisation zu verbieten oder so ähnlich, wie stand das da genau? Weiß ich jetzt nicht. Auszuschließen, genau. Ohne eine spätere Neuorganisation auszuschließen, sind die preußischen Provinzen so und so und so aufgelöst. So, wir haben jetzt einerseits die Provinzen, die aufgelöst sind, aber nur die Organisationsform dessen, da stand kein Wort von Preußen ist aufgelöst oder so. Und dann haben die Alliierten ihre Länder per Militärbefehl, also Niedersachsen Militärbefehl Nummer 55, ne, und so weiter aufgebaut. Ne? Und das ist, wir sind immer noch auf der geschäftlichen Ebene. Wir müssen hier weg von der staatlichen, weil dann die Haager Landkriegsordnung, die haben die Alliierten vermutlich schon geachtet. Sie haben aber dann immer nur ein Geschäft drauf eröffnet. Ja, um das mal so okay. platt zu sagen. Das ist quasi wie in England, also wo jetzt das England gehört eigentlich dem Papst, aber der König ist jeweils nur der Verwalter. Ja, und dann, so haben die das hier auch gemacht und haben dann Geschäftsregeln dann aufgestellt. Ja, England ist ja nochmal ein spezieller Fall. Ne? Die haben ja eine ganz besondere Dreiteilung der Macht. Ne? Das englische Königshaus, dann die City of London und dann Downing Street Nummer 10. Ja, okay. Ja, genau. Gut. Nur um das mal zu verklumpen. Ja. Wir haben ja normalerweise nach Montesquieu und so weiter, das ist ja Rechtsgeschichte, das ist ja aus dem 17. Jahrhundert, ne? Haben wir diese ganzen Rechtstraditionen und die teilt ja eigentlich die Macht, ne? dass die Legislative, Exekutive und Judikative eben auseinander sind, ne? Also irgendwelche Sicherheitskräfte oder so, die sollen nicht auch noch das Gesetz verkünden oder so, ne? Das geht einfach nicht, ne? Und das haben wir hier zunehmend auch.
Und was England angeht, da haben wir eigentlich die ganze Zeit diese Dominanz von der Königin und die ist wiederum unterstehend zum Lord Major von der City of London. Das ist übrigens jetzt eine Frau. Ne? Das ist zum zweiten Mal. Ich habe jetzt den Namen gerade nicht. Kann man aber ganz einfach nach googeln. Ja, weil die City of London ja ein rechtlich eigenständiges Gebilde ist und The Crown ja eben nicht die Königin ist, sondern The Crown separat davon zu sehen ist und die Königin allenfalls Mitglied davon ist. Ja, und wenn man jetzt da bei den Anfängen anfängt, dann ist das schon eher der mittelmeerische Raum. Wenn man sich zum Beispiel Banco di Giorgia aus Genua ansieht, die haben ja im Grunde genommen schon noch ein paar Jahre früher mit dem ganzen Scheiß angefangen, wo man bei den genuesischen Kolonien gar nicht mehr wusste, wer regiert da eigentlich? Ist das jetzt Genua oder ist das die Banco di Giorgia? Und genau diese Situation haben wir heute hier. Ja, wir hätten ja gerne gewusst, wer es wirklich ist. Wir können immer nur vermuten, oder? Ja, ja. Und das ist ein Rechtsstillstand beziehungsweise ungeklärte Rechtsverhältnisse. Wir kommen immer mehr in diese ungeklärten Rechtsverhältnisse. Ja, pass auf, kurzer Hinweis an alle, die zuhören. Ihr könnt hier auch während der ganzen Sendung gerne E-Mails reinsenden, auch mit Fragen an den Holger. Unter radio@wakeness.net, da können wir vielleicht das eine oder andere noch dann in der zweiten Stunde mit reinnehmen, oder? Ist das okay? Für mich ja, auf jeden Fall. Gut. Ich wollte es nur noch mal erwähnen, weil ich das vorhin ganz vergessen habe. Übrigens auch noch mal vielen Dank an alle, die uns mit übertragen. Ne? Es ist ja nicht nur UWS Radio und ICN Radio Network und Wake News Radio, sondern auch Milane FM, dann Joyce.net und noch einige andere. Ja. Okay. Gut, weiter. Spannend. Ich jetzt, ja. Ja, wir waren, glaube ich, gerade eben bei den ungeklärten Rechtsverhältnissen und ich habe da jetzt ja Anfang 2014 wirklich einiges, also so richtige Aha-Erlebnisse, ne, mit dieser Krankenkasse. Es ist so, dass ich keinen Bock mehr hatte, diese halbjährlichen Beitragserhöhungen mitzumachen und hatte dann geschrieben und so, ich weise zurück. Ne? Also deren Angebot weise ich zurück und man wird ja beständig ignoriert, ne? Das ist ja leider so. Ne? Und dann hatte ich, das war im Oktober, dann hatte ich am 15. Januar gekündigt, ne? Fristlose Kündigung und so weiter und dann haben sie lediglich ein Schreiben des Bedauerns geschickt. Ne? Also wir bedauern ihre Kündigung, meine Kündigung, die fristlose. Und so weiter. Und dann anderthalb Monate später meldete sich plötzlich, also postalisch, eine Vollstreckungsbeamtin der BKK-VBU, ne, mit Stempel. Ich habe das ja auf meiner Webseite conrabiwordpress.com und da sieht man das, diesen Stempel. Das ist ein Reichsadler. Ich dachte, ich habe einen halben Tag gebraucht, um mich wieder einzukriegen. Ich dachte, ey, wow. war ich die ganze Zeit bei einer Reichsdeppenkrankenkasse oder so. Ne? Ja, die sind wahrscheinlich in Selbstverwaltung. Ne? Die haben sich also selbst verwaltet. Ne? Ja, also die Struktur scheint sich so darzustellen. Ich habe ja mehrere Briefe jetzt bekommen, ne? Und da stehen dann so ganz merkwürdige Sachen. Aufgrund des Krankenkassenwahlrechts und was haben sie dann noch alles hier von wegen das Versicherungsamt, ne? Die haben übrigens auch diesen Adler mit 6 Federn pro Schwinge und ich will das jetzt nicht alles vorlesen, ich habe diesen Wisch hier, ne? Aber da steht so ein Kauderwelsch. Ja, laut unseren Beschlüssen oder internen Beschlüssen und so weiter, ist es so, dass meine Mitgliedschaftskündigung da hinfällig ist und so weiter und so fort. Es ist so, unter einem Dach befinden sich hier Legislative, Judikative und Exekutive. Also die Gewaltenteilung ist aufgehoben. Laut Montesquieu ist es schon so, wenn zwei Teile der Dreiteilung der Gewalt in einer Hand vereinigt sind, spricht man von Diktatur. Es ist so, dass diese, sie haben ja die Beiträge erhöht.
wenn ich mich jetzt beschwere, entscheiden Sie, ob das berücksichtigt wird. Und wenn da irgendwas zu exekutieren ist, also zum Beispiel so eine Kontopfändung, was bei mir der Fall war, dann machen die das. So, was ist das? Alles unter einem Dach, gell? Eben, ja. Und an wen wende ich mich jetzt? Ne, das ist ja die große Frage. Ich spiele immer noch mit dem Gedanken, weil man muss ja eins machen. Man muss der Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit geben, Missstände selber abzustellen. Wenn sie es dann nicht tun, dann kann man einen Schritt weiter gehen. So, und jetzt hadere ich mit mir selber, ob ich einfach mal den Staatsanwalt darauf ansetze und sage, hier, sieh dir das an. Ne? Aber dann kommt natürlich automatisch die Frage, ja, wieso, was haben sie denn dagegen? Weil der erzählt mir glatt, ja, die haben doch eine Gebietskörperschaft. Ja, von wem denn? Ja, von denjenigen, die keine haben, nämlich von der Bundesrepublik. Ja, ja, da geht's los, ne? Ja, und Geltungs- dann kriegst du das ja auch noch ohne Unterschrift von diesem sogenannten Staatsanwalt. Ja, wahrscheinlich. Und wenn du dann nachschaust, von welcher Staatsanwalt, dann siehst du auch noch, dass das eine Firma ist, eingetragen bei D&B. Ja, ja. Und wenn ich dann noch weitergehe, dann sehe ich, dass die eigentlich höchstens in arbeitsrechtlichen Entscheidungen tätig sein dürfen. Nicht? Aber wir haben ja auch Gegenströmungen, wiederum aus den Gemeinden. Ne? Es gibt so und so viele Bürgermeister, die sich sehr wohl auskennen. Wir haben einerseits diejenigen, die wirklich kurz davor sind, dann die Bundesstaatenfahne hochzuziehen, um zu sagen, hier, jetzt haben wir jetzt mal die Nase voll. Ich hatte ja eben schon von Thüringen erzählt, von dieser einen Gemeinde. Die sind kalt erwischt worden. Die haben sich über den Tisch ziehen lassen. Ne? Und jetzt sind sie da ihre alten Rechte los. Und das ist ja nicht nur die einzige. Ne? Geht auch noch um was ganz anderes. Ne? Schließlich geht es doch darum. Es kann doch nicht sein, dass Jahrhunderte alte Rechte, die einen gewissen Nutzen für die Gemeinde darstellen, dann von den jetzt Lebenden einfach mal so weggegeben werden kann, damit alle folgenden Generationen diese Rechte nicht mehr haben. Das geht nicht. Deswegen kann man das auch nicht einfach mal auf die leichte Schulter nehmen. Es geht nicht. Ja, und, ist das nicht, Holger, sorry, dass ich da unterbreche, aber ist das nicht auch eine Rechtstäuschung gewesen, dass man also die gar nicht drauf umfassend erklärt hat, was das für Konsequenzen hat, und kann man da nicht wieder Einsetzung in den vorherigen Stand? Wir haben nur Rechtstäuschung. Ja? Ja. Letzten Endes hier diese Bürgermeisterin von Briesensee, die hat einen Gemeinderatsbeschluss umgesetzt auf ihrem Grundstück. Es ging um das Ausprobieren einer alternativen Abwasseranlage. Ne? Tatort Briesensee einfach mal eingeben bei YouTube und dann kann man sich das mal angucken. Was hat der Regierungspräsident gemacht? Der kam da mit Paramilitär und hat die Frau letzten Endes schwer verletzen lassen. Ich weiß gar nicht, ist es schon Hochverrat? Ja, ich denke. Und zwar auch von denjenigen, die das da durchgeführt haben. Und zwar von auch die Bauarbeiter, die mit ihrem Bagger dann diese Anlage da zugeschüttet hatten. Auch die. Ja, und alle persönlich haftbar nach dem BGB, ne? STGB. Strafgesetzbuch. Das sind Kriminelle. Ja. Wir haben seit 1571, haben wir in ganz Europa, kommend aus Deutschland, Emder Synode einfach mal eingeben, 1571, da fing das an mit der Subsidiarität. Also, dass die kleinsten Einheiten, die nachher einen Staat bilden, also kreisfreie Städte, Gemeinden, nicht Landkreise, das ist schon zu groß, die kleinsten Einheiten, die bestimmen, was für sie richtig ist. Das ist doch auch sinnvoll. Was soll denn dieser ganze Zentralismus hier, wie zum Beispiel in Frankreich, Paris oder Moskau, in Russland oder so, wo denn da irgendwelche Bürokraten entscheiden, was hinten in Jakutien für einen Spielplatz gebaut werden soll. Was soll denn das? Oder hier jetzt, irgendwelche Gehwege werden von der EU bestimmt? Ach, was soll denn das? Ja? Das weiß doch die Gemeinde viel besser, wo hier ein Gehweg ausgebaut werden muss. Was soll das? Und seit 1571 haben wir das. Wir haben dann nochmal eine Verstärkung in Preußen 1808 mit der Hardenbergschen Städtereform. Diese hat nochmal zusätzlich die Subsidiarität gestärkt, den Bürgermeistern mehr Rechte gegeben und
man darf nicht vergessen, dass selbst, also wer dazugehört und so weiter, ist auch Sache der Gemeinde, des Standes. Gesetz von 1877. Ich hatte da so ein Video gemacht vom Bürgermeister von Kreuth Tegernsee. Hier hatte die Gemeinde den Bürgermeister zum Standesbeamten ernannt, der allerdings aufgrund der Fülle der Tätigkeiten, die da auf ihn zukommt, gesagt, nur heiraten. Es geht darum, dass Heiraten legal sein müssen. Sie sind nicht legal hier. Und zwar deswegen nicht, weil das kann man in diesem Gesetz nachlesen. Der Standesbeamte muss rechtlich der Gemeinde zugeordnet sein, weil die Gemeinde entscheidet. Und hier bei der BRD ist alles dem Land zugeordnet. Und deswegen sind auch alle Ehen illegal, das muss man so sagen. Also wir befinden uns hier in breiter Front, wirklich, einer Rechtstäuschung gegenüber, die eigentlich, wenn die Leute das begreifen würden. Mein Nachbar hier, also in der Nachbarschaft lebt einer, den versorge ich hin und wieder, weil er ein bisschen lungenkrank ist und nicht alles nach oben tragen kann. Und er meinte auch, der ist so ein bisschen christlich angehaucht und so, die werden die erschlagen, die am meisten Vertrauen hätten. Ja, da hatten wir auch so das Thema, ne, von wegen Aufwachprozess oder irgendwie sowas, ne? Und ob ein großer Knall kommt und so. Und er sagte, der ist schon älter, wesentlich älter als ich, und er sagte, es sind immer diejenigen, die das meiste Vertrauen hatten, die sowas machen, nicht irgendwelche Aufgewachten. Ja, weil wir uns ja auch schon mit diesen Themen beschäftigen und eigentlich geläutert sind in gewisser Weise, wissen, dass wir betrogen werden und die anderen das dann erst mit einem Schlag mitkriegen. Ne? Ja. Führt zu Emotionen. Ja, und Überreaktionen, Automatismen, die ihren Weg suchen und was dann alles gar nicht mehr kalkulierbar ist. Das ist die große Gefahr, ja. Ja, und deshalb bin ich auch froh, dass du so gerade bei YouTube ja auch sehr erfolgreich bist mit deinen Videos und sag vielleicht den Leuten auch nochmal, wie sie da auf deinen Kanal kommen können, wo du sehr viele tolle Sachen bringst und großen Anteil daran hast, dass Menschen auch ein bisschen mehr Wissen erreichen von Dingen, die sie sonst nicht so mitkriegen. Sag da ruhig nochmal deinen Kanal. Ja, das ist der Kanal Conrebbi mit Conrebbi. Also Conrebbi. Und das, um das gleich zu sagen, das hat nichts, es gab dann Leute, die sagten, das hört sich nach Rabbi an oder so. Nein, das ist der Stadtteil, in dem ich groß geworden bin. Das ist ein Spitzname für den Stadtteil in Emden, Conrebbers Weg. Ne, das ist sozusagen das Kürzel, was man dort verwendet. Ne, das hat also nichts irgendwie, was weiß ich, irgendwelchen anderen Hintergrund. Ja, gut, also gut, da haben wir das nochmal wieder erwähnt. Ja, cool. Holger, du bist da sehr hilfreich für uns und wir hören dir da gespannt weiter zu. Wir haben jetzt noch ungefähr so knappe Viertelstunde bis zur Pause. Dann machen wir eine kleine Pause und dann geht es dann 2 Stunden weiter. Ihr könnt hier während der ganzen Zeit auch noch Fragen, Kommentare zu Holgers oder Conrebbis Vortrag reinbringen oder zu dem Sachverhalt unter radio@wakenews.net. Wir sind hier im United Strike Radio Marathon Sendung hier am 12.04.2014. So, weiter. Ja, wir können noch mal das bisschen weiter ausführen. Also um noch mal ganz kurz darzustellen, wie das alles so kam. Wir hatten ja dieses Deutsche Reich, wovon Ferdinand Lassalle, der SPD-Gründer, sagte, Nachtwächterstaat. So, hier haben wir aber schon mal einen ganz deutlichen Hinweis, was ein Staat war. Nämlich ein Nachtwächterstaat. Der hat sich lediglich gekümmert um innere und äußere Sicherheit und die Leute haben gewirtschaftet nach dem bürgerlichen Gesetzbuch. Verträge und so weiter und so fort mussten eingehalten werden, ganz klar. Ansonsten hätte der eine den anderen verklagen können oder so. Aber in dem Rahmen hielt es sich auf. Was haben wir heute? Heute haben wir keinen Nachtwächterstaat. Heute wird dir die Länge der Babyschnullerkette oder so vorgeschrieben, es wird dir vorgeschrieben, dies und jenes, wann du deine Kinder wohin zu schicken hast und möglichst sollen sie noch bis 18 Uhr abends in der Schule sein, damit sie gar nichts mehr mitkriegen. So, fangen wir mal an. Wir haben
am 28.10.1918, also wenige Tage vor dem sogenannten Ende des Ersten Weltkrieges, eine Verfassungsänderung der Reichsverfassung von 1871 gehabt. Diese Verfassung von 1871 wurde am 3.3.1871 von allen Minderheiten auch mitgetragen. Da waren 2,5 Millionen Polen, die ihre Stimme abgegeben haben, 500.000 Dänen, 350.000 Kaschuben und so weiter. Nur um nochmal zu vergegenwärtigen, welche Verfassung eigentlich hier heute aktuell ist. Das lesen wir im 146er im Grundgesetz. Ja, nämlich die von der deutschen Bevölkerung frei gewählte Verfassung. Na, nur das dazu. Diese Verfassung wurde am 28. Oktober 1918 geändert, dahingehend, dass es zu einer Parlamentarisierung im Reichstag kam. Alle waren einverstanden. Alle. Alle Parteien, alle Verantwortlichen, alle, was weiß ich, Fürsten und so weiter. Alle hatten sich auf dieses geeinigt. Was dann am 9. November passierte, dass eben ein Staatssekretär ein paar Journalisten zusammenrief und erklärte, hier sei jetzt Republik, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also erstens hatte der Kaiser gar nicht abgedankt, konnte er gar nicht. Der Kaiser war auch kein Titel, sondern ein Name für ein präsidiales Amt. Ne, da kann man nicht einfach so zurücktreten. Und wer hätte Kaiser Wilhelm zurück... Hätte er eine Abdankung unternommen oder wie das auch immer genannt werden soll, wäre sein Nachfolger gekommen aus dem Königshaus Preußen. Ne, das steht auch Holger, so. War nicht der Kaiser eigentlich dann der Souverän? Der Kaiser war der Souverän, aber ja. Wie gesagt, ne, also in der Verfassung von 1871, das war glaube ich Artikel 11, da steht eben drin, der Kaiser... Es steht präsidial dem Bunde vor, den Bundesländern, Bundesstaaten vor und trägt den Namen deutscher Kaiser. Weil der deutsche Kaiser ist ja seit 1806 schon nicht mehr da. Ne? Also der Titel Kaiser, das ist ja damals im Zuge der Napoleonischen Kriege, ist das sozusagen verschwunden. Ne? Und durch Eroberung, ne, des Landes. Damals ist ja tatsächlich kam es zu einer militärischen Besetzung und Wegnahme von Land durch Napoleon. Und von daher spricht man also von einer Debilatio, Annexion. Und damit sind alle vorherigen Rechte eigentlich nicht mehr da. Also ja, Napoleon soll ja auch im Auftrag der Crown von England unterwegs gewesen sein. Also da steckt noch auch eine, hinter Napoleon steckt ja eine ganze Menge mehr noch. Da ist einiges. Also Geschichte ist wirklich ein bisschen verwirrend manchmal auch, ne? Weil wenn wir jetzt von unserer Situation hier ausgehen, dann müssen wir unbedingt die Napoleonischen Kriege noch mal ganz kurz anschneiden. Und zwar kam es ja zu dem Wiener Kongress. Hier sollte eine Neuordnung Europas stattfinden. Und der französische Außenminister Talleyrand hatte das Legitimitätsprinzip mit reingebracht als Verlierernation. Verlierernationen waren Polen, Dänemark, Sachsen und natürlich als Hauptkriegsführende Frankreich. Die haben alle kein Territorium verloren, bis auf Sachsen und bei Dänemark wurde was getauscht und so weiter. Aber der Bestand war gesichert. Jetzt muss man sich mal überlegen, 2 Wochen nach dem Friedensschluss auf diesem Wiener Kongress kam es erst zu der Schlacht in Waterloo, wo polnische, also französische Truppen, auch mit polnischen Truppen, nochmal versuchten, das Ruder rumzureißen. Das muss man sich mal überlegen. Frankreich wurde nicht tangiert von der Größe her. Da wurde kein Land weggenommen. Polen, kann man jetzt lange drüber reden, ist ein ganz dickes Thema, aber hatte auch seinen Bestand. Kongress Polen muss man einfach mal eingeben und dann kann man sich das mal ansehen, wie groß das war. Aber immerhin im Bestand gesichert. Dass die nachher von den Russen überrannt wurden, das ist ein anderes Thema. Aus dieser napoleonischen Zeit haben wir auch einige Gesetzesnovellen und so weiter und so fort. Ja, aber im Grunde genommen, das, was wir hier haben, ist eben, oder was wir hatten, das Kaiserreich, ist damals weg gewesen. Ja, also Ems Oriental war zum Beispiel so ein französisches Kernlandgebiet und dazu gehörte meine Heimat, Ostfriesland.
Ne? Holland übrigens auch, ne? Also die Niederlande. Ne? Ja. Die ganzen völkerrechtlichen Verträge waren weg und somit auch der Kaisertitel. Ja, weil es gibt Leute, die sagen, ja, das hätte ja gar nicht sein dürfen. Doch. Ja, wenn irgendein Land besetzt wird und derjenige, hätten die noch ganz kurz hier zu unserer Situation. Gibt es ein Bremerhaven, ein amerikanisches Bremerhaven, britisches Herford, russisches Magdeburg? Nein, gibt es nicht. Was ist also passiert? Da kann man sich ganz leicht sagen, es wurde nicht annektiert. Die haben zwar das Land besetzt, die Alliierten, sie haben es aber nicht annektiert. Die alten Verträge sind da. Mhm. Na, also hier unsere Gesetzgebung und so weiter und so fort. Und von daher muss man sagen, die Alliierten haben nicht das Alte weggenommen. Also bürgerliches Gesetzbuch und bla bla bla. Und natürlich auch nicht die ganzen Länder, Staaten. Ja. Mhm. Sie haben nur die Neuorganisation vorgenommen. Also ein Geschäft. Ja. Drauf entwickelt. Treuhand oder Lehen. Mhm. Ja. Oh Mann. Ja, also das ist dann unsere Situation, ne? Und von daher muss man sich eben sagen, was ist denn jetzt diese Bundesrepublik? Und hier ist es sehr interessant, was zum Beispiel an der Wall Street so erzählt wird. Da gibt es die Legende vom schwarzen Schwan, aus der Art geraten. Ne? Der schwarze Schwan, ne? Der sieht ja ganz anders aus wie die ganzen anderen weißen Schwäne. Und in der Wall Street wird das eben so als, die gehen einen komischen Kurs. Und wenn man sich jetzt nochmal überlegt, was die Bundesregierung da in der Ukraine mit dem Klitschko gemacht hatte, ne? Also sie haben den bezahlt und so weiter und so fort, damit der da Unruhe einbringt. Hey, ich glaube, die Bundesrepublik Deutschland geht inzwischen auch aus Sicht der Bankster oder wie auch immer einen komischen Kurs, um es noch vorsichtig zu formulieren. Also es gibt Gangsterorganisationen innerhalb von Gangsterorganisationen. Ja. Ja. Und es wird alles bewacht, weil allein in der Bundesrepublik in Deutschland sollen noch 253 Stützpunkte allein von den Amerikanern sein. Ja. Unglaublich. Ja, das ist unglaublich. Auch unglaublich ist, also die Leute, die sich so äußern zu Themen, die neigen nicht selten dazu, immer so eine Art Nabelschau zu betreiben und zu vergessen, dass es drumherum noch was gibt. Beispiel, ne, diese ganze Sache mit der Überfremdung, weil natürlich ist es ein großes Interesse der Bundesrepublik Deutschland, hier möglichst Leute zu haben, die schlecht die Sprache sprechen, die in der Kultur nicht bewandert sind und gar nicht auf die Idee kommen, hier irgendwelche alten Rechte einzufordern. Wenn wir uns jetzt mal Großbritannien ansehen. Also ich wohne hier in Berlin, Moabit, und da gibt es das Friedrich-Krause-Ufer und das ist eine schöne Spazierstrecke, da muss ich sowieso lang manchmal. Und das ist etwas uneinsichtig und Leute, die also von der S-Bahn kommen, finden nicht unbedingt das Ausländeramt, was sich dort befindet. Und so kam es häufig dazu, dass mich Leute nach dem Weg fragten. Fast die Hälfte kommen aus Großbritannien. Es sind nicht nur Weiße, sag ich mal, sondern eben auch Inder und so. Den sieht man gar nicht an, dass es zunächst mal Briten sind. Es sind Leute, die in Großbritannien geboren wurden. Also Afrikaner, afrikanischstämmige, wenn man das so sagen will, oder indischstämmige und. Mit vielen unterhalte ich mich dann auch noch ein bisschen. Ne? Also ein bisschen Englisch spreche ich schon, aber ich habe dann schon meine Grenzen. Jedenfalls, so viel habe ich mitbekommen. England ist in einer ganz fürchterlichen Situation. Wenn hier manche Leute von Morgentauplan sprechen, also der Vernichtung der Deutschen oder Reduzierung auf 33% und so weiter, guckt euch England an. Ja, ja? Da sind ja also Missstände hoch, sonst was. Aber das ist klar. Also ja, es ist überall. Ja, es ist nicht nur die Bundesrepublik in Deutschland. Eben. Oh ja, okay. Pass auf, wir sind jetzt kurz vor der Pause. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung von dir und dann müssen wir eine kleine Pause machen und dann geht es dann eine 2 Stunden weiter. Also nochmal schnell vielleicht deinen Gedanken zu Ende bringen.
Ja, also wie gesagt, ich meine, dass wir hier diese Vergeschäftswerdung der Welt tatsächlich am effizientesten aufhalten können. Wir müssen uns aber erstmal der Situation bewusst werden. Und ich bin da auch noch nicht 100% dabei. Ich habe auch noch Lehrbedarf. Ja, das haben wir ja alle. Ich meine, keiner ist absolut allen Wissens mächtig. Aber was ja entscheidend ist, ist, dass wir jetzt in den letzten, glaube anderthalb Jahren, einen unglaublichen Schub diesbezüglich gemacht haben, eben weil wir so viele Leute haben, die uns da auch Informationen zusenden. Ich habe da auch immer ganz viele Menschen, die mir hier ihre Dinge zusenden, und ihr könnt das auch weiterhin machen hier unter radio@wakeness.net, und in der zweiten Stunde wird der Holger gerne auch den einen oder anderen Kommentar von euch mit aufnehmen. Da ist auch schon das eine oder andere gekommen. Noch ein bisschen Geduld. Ihr könnt das auch während der Pause noch machen, uns noch hier Fragen, Kommentare, Informationen gerne auch reinzusenden, die wir dann auch noch in der zweiten Stunde diskutieren können. Ja, und ich denke, wir gehen jetzt in die Pause und dann fangen wir gleich wieder an nach der Musik, die wir hier einspielen, denn wir wissen ja, wir werden belogen, und Didi Schneider hat eine klasse Song gemacht, den spiele ich hier gerne nochmal, nämlich mit dem Titel Wahre Lügen, und wenn der ausgespielt ist, dann sind wir wieder da. Ihr dürft jetzt inzwischen kurz einen Kaffee trinken, ja, ungefähr so vier Minuten, haben wir Zeit, schnell Kaffee trinken. Der Holger braucht das vielleicht auch, ne? Oder einen heißen Tee. Also ich habe da schon meine menschlichen Bedürfnisse. Okay, dann sehen wir uns gleich. Hier ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV im United States Radio Marathon heute am 12. April 2014, wird hochspannend, bis in die Morgenstunden. Was meine ich, was da noch alles los ist? Auch mit der Bundy Family später, was da los ist in Nevada, werden wir darüber berichten. Also bleibt dran, ist der Holger hier bei mir als Gast, auch in der zweiten Stunde. Bis gleich. Ciao, ciao. This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network.
Wir stammen vom Affen ab, wir leben in einem Rechtsstaat und die Wirtschaft, die brummt. Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music. Ja, also Detlef vom Wake News Radio, Wake News TV. Ich grüße euch hier zu unserer neuen Strike Radio Marathon Sendung am 12. April 2014. Ja, klasse, dass ihr alle eingeschaltet habt hier heute am sonnigen Nachmittag. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, ob sie schon ordentlich wieder alles zugesprüht haben oder nicht. Ja? Die letzten Tage war wild. Ja, und wir haben ein heißes Thema heute und überhaupt der ganze Tag wird heiß, weil wir ja natürlich bis in die Sonntagsmorgenstunden hier senden werden. Das geht wieder rund um den Globus. Ne? Also hier nachher gehen wir rüber nach England, Irland, United States of America. Eigentlich muss es ja heißen United States for America, aber das ist noch ein anderes Thema. Und dann bis nach Australien, beziehungsweise Neuseeland eigentlich. Ne? Okay, aber das ist kommt später. Ja, und wir sind jetzt hier noch in dem deutschsprachigen Teil. Zwei Stunden habe ich einen tollen Gast, den Holger alias Conrebi bei mir. Der wird uns gleich auch noch weiter erzählen von seinen Punkten mit dem Thema die versuchte Herrschaft der Firmen über das Volk. Ja, und ihr könnt natürlich hier gerne auch eure Ansichten, Meinungen und Fragen und so weiter gerne auch an Holger hier reinsenden unter radio@wakenews.net. Das ist auch einiges da und das werden wir dann auch vorlesen. Natürlich den Chatraum auch nutzen, aber da geht es immer zu schnell und ich weiß gar nicht, ob der Holger das schon gefunden hat, den Chatraum, aber gar nicht alles, ne? Gleichzeitig vor allem nicht. Ein ganz heißes Thema, weil wir vermehrt feststellen und die leuchten es, ne? Deswegen der Didi Schneider vorhin hier mit wahre Lügen und so weiter, die leuchten es. Wir werden von Firmen bereits geraume Zeit regiert. Das geht schon ganz, ganz weit zurück. Das hat uns der Holger hier schon in der ersten Stunde berichtet. Und jetzt ist für uns hier natürlich vor Ort das, der deutschsprachige Raum, interessant, aber auch natürlich, was in Polen geschieht. Und da wird er uns nochmal drauf hinweisen und dann kommen auch gleich noch ein paar von euren Kommentaren, Ansichten, Fragen und so weiter rein. Also schauen wir mal, ob der Holger schon wieder drin ist. Ne? Ja, hallo. Cool, ja, super. Ja. Ja, ich hatte das mit Polen nochmal erwähnt. Kannst du vielleicht da nochmal etwas dazu sagen, wie wichtig das vor allen Dingen ist? Jo. Ja, Anfang der Sendung hattest du den Begriff metastasierend, ne, genannt. Wir haben hier gegenwärtig so eine Entwicklung hin zu dieser Metastasierung. Ne? Man spricht ja von einem Krebs, der Tochtergeschwüre bildet. Eben von Metastasen, ne? Und das ist damit gemeint, diese metastasierenden Diktaturen, ne? Also diese Firmenkonsortien, die hier jetzt also diktatorisch in Konzernmanier, weil da entscheidet nur der Vorstand, hier also sozusagen regiert. Und zwar ja, mit Judikative, also Krebsgeschwüre haben wir an der Backe. Ja, und in Polen, anfangs hatte ich ja auch gesagt, ich profitiere sehr von den Kommentaren von anderen Leuten, also in jeder Hinsicht. Vielen Dank dafür. Und ein Piet Nadolski hatte mir zum Beispiel nochmal geschrieben, dass ja der Landwirtschaftsminister von Polen sich erhängt haben soll. Ne? Ein wirklich voll im Leben stehender und sehr engagierter Mann, einer der Kaczynski-Leute. Und aha, der ist ja gar nicht auf diesem Flugzeug gewesen, ne? Dieser Tupolev, die im, ich glaube, es war März 2011, ne? War das nicht so? Ja, ne? Das müsste ja, ungefähr, die, ja. Die gekillt wurden, ne? Von wem wohl? Ja, eben, ne? Das weiß man eben nicht, ne? Jetzt sagen viele ja von den Russen oder so. Nur, dieser Landwirtschaftsminister, einer der
maßgeblichen Kaczynski-Leute, der war eben nicht auf der Maschine und hat sich jetzt aus welchen Gründen auch immer erhängt, ne? Oder wurde erhängt. Wir reden hier von diesem ganzen Regime-Change und können also von Venezuela über Kolumbien bis hin über Nordafrika bis hin zur Ukraine gehen, aber eben auch in unser Nachbarland. Und ich sitze schon seit 2 Monaten an diesem Video, ne, weil ich habe ja den Anspruch, immer möglichst kurz und bündig das zu nennen. Und das ist so schwierig. Die polnische Geschichte, da kann man übrigens einiges davon lernen, weil die hatten auch zum Beispiel mal ein Einstimmigkeitsprinzip im Sejm, in diesem Rat, in diesem Kabinett. Und das führte dazu, dass dieses Land schlicht reformunfähig wurde und somit sozusagen die Bedeutungslosigkeit auch international erlangte. Ne, das ist ganz wichtig, ne, weil so und so viele Leute sagen, ja, wir wollen alle Mitspracherecht haben und ja, wie machen wir das denn? Ne? Es gab diese Experimente. Ne? Es gab diese, vor allen Dingen jetzt auch in Polen. Nun, und jetzt haben wir eben die Situation in Polen, dass im Grunde genommen auch nur eine Marionettenregierung da ist und irgendwelche Suzeräne vorhanden sind. Und wenn wir in der polnischen Geschichte gucken, so mit dem Flugzeugabstürzen, das ist nichts Neues, dass da irgendwelche Premierminister abstürzen. So zum Beispiel 1943 der Exil. Also damals war ja der Zweite Weltkrieg und eine polnische Exilregierung gab es, die ja auch sozusagen international anerkannt war. Und da war der Premierminister Sikorski und der ist in 1943 auch abgestürzt. Warum? Weil er eine Aussöhnung mit der Sowjetunion wollte. Die Sowjetunion hatte ja die Hälfte Polens unter den Fittichen. Und Man muss das jetzt auch wieder im Zusammenhang sehen, denn selbst auf Wikipedia bei dem Begriff Sitzkrieg einfach mal nachgucken und da kann man nämlich sehen, welchen Hintergrund zum Beispiel der Hessflug hatte, nämlich ein Friedensbegehren seitens Adolf Hitlers. Ne, das ist nur zitiert aus Wikipedia, ne, am 6. Oktober 1939 sollte das dann eben sein, ne, und in dieser Phase fing ja erst der Zweite Weltkrieg an. Ja, und das ist ja auch eigentlich mehr oder weniger bekannt, ne? Inzwischen, dass das also alles anders war, als wie es offiziell dargestellt wurde oder wird. Ich würde aber vorschlagen, für jene, die an Geschichte interessiert sind, eben nochmal diesen Sikorski nochmal auch in diesen Bezug zu setzen, ne, dass eben die Friedensbemühungen da waren. Nicht nur von den... Die Nationalsozialisten sind ja auch nur Weimarer Republik gewesen und ich hatte ja eingangs auch gesagt, es sind nur die Geschäftsführenden. Ne? Ich hatte gerade eben erwähnt, am 10. November 1918 hatte Reichskanzler von Baden Friedrich Ebert die Geschäfte des Reiches übergeben und ihn zum Reichskanzler ernannt. Ein absolut illegaler Akt. Seit wann ernennt ein Kanzler einen Kanzler? Was ist das denn? Ja, geht ja gar nicht, ne? Nee, aber ein Geschäftsführer vielleicht. Ja. Ja? Der sich dann Reichskanzler nennt. Ne? Das ist ja schon wieder diese Täuschung im Rechtsverkehr. Und zwar auf höchster Ebene. Ne? Und so haben wir das denn eben durchgängig. Ne? Und auch in Polen wurde eben anders versucht, von den Hintergrundmächten Einfluss zu nehmen. Und die haben ja einiges bewirkt seinerzeit, in der Zeit der Entstehung Polens, übrigens durch das Deutsche Reich und Kaiser und Königreich Österreich-Ungarn. Im November 1916 wurde das Königreich Polen gegründet, ne, nach 100-jähriger Abstinenz sozusagen. Richtig. Mhm. Ja, das muss man immer noch dabei sagen, dass sich das Ganze dann sehr feindlich gestaltete. Nun, das ist auch wieder eine längere Geschichte. Hat aber mit den Hintergrundmächten zu tun. Ist ja auch wichtig. Wir haben ja auch heute ganz wesentliche Menschen hier, zum Beispiel auch in der Bundesrepublik in Deutschland, die polnischer Herkunft sein sollen, in Regierungsfunktionen. Also, naja, Merkels Großvater war in der Haller Armee und das sind diejenigen, die als Ultranationalisten seinerzeit sozusagen das Königreich Polen umgeworfen haben. Seinerzeit übrigens, also im Sinne eines Aufstandes, könnte man sagen. Ne? Also ja, und auch der frühere
na, Bundespräsident, ne? Der vorher beim Internationalen Währungsfonds war. Ja, der Köhler oder was? Köhler, ja, war doch, ist doch auch polnischer Herkunft, oder? Echt, ja. Ja, ich meine, Fußballer sind es auch, du. Ja, ja, ich meine, das muss ja auch nichts Schlimmes sein, aber nee. Trotzdem hat es seinen Einfluss, ne, oder? Es hat ein Geschmäckle. Ja, ja. Nee, das finde ich gut, dass du das machst, und wir sind dann ganz gespannt auf das Video, was du uns dann vielleicht demnächst zur Verfügung stellst. Ich hoffe. Ja, das ist, ich weiß, wie viel Arbeit das macht, also Videos zu erstellen. Vor allem, wenn man sie eben so auf den Punkt bringen will, dann ist es noch viel mehr Arbeit, als wenn man jetzt einfach so eine Live-Sendung dann überträgt. Ne? Es darf nicht sein, dass die Leute verwirrt sind. Das ist das Problem mit dem Umgang mit der Geschichte. Die Leute müssen das alles pauken und verlieren die Lust daran, weil es gar keinen inneren Sinn ergibt, was dir mitgeteilt wird. Wenn du aber ein Interesse an Geschichte entwickelst, dann hast du so viele Aha-Erlebnisse und kannst ja auch denken, welche Chancen dein persönliches Handeln auch hat. Ja, das geht durchaus in den Bereich des persönlichen Handelns. Ja. Ja. Ja, es ist so, Holger, wir haben jetzt ein paar Fragen hier natürlich schon. Wie siehst du das? Wollen wir da mal den einen oder anderen schon zu Wort kommen lassen? Ja, gerne. Also ich bekam hier von Milene, Betreiberin von Milene-FM, Internetradio. Meine Frage an den Holger ist, wie seine Einstellung zum in Anführungszeichen gelben Schein ist. Hält er es für angebracht, sich den Schein vom Feind in Klammern BRVD Verwaltung zu holen? Es gibt Für- und Widersprecher. Wie ist seine Meinung dazu? Ja, das kann ich ganz einfach sagen. Also die Gesetze sind da und deswegen bedarf es eigentlich keines gelben Scheins. Wenn wir uns jetzt, warum will jemand einen gelben Schein haben? Sei es von mir aus politisch. Ja, es gibt ja auch jene Leute, die den Reichsausweis mit der Staatsangehörigkeit Deutsches Reich haben und ganz stolz drauf sind. Sie mögen das tun aus politischen Gründen. Ja, das wäre jetzt diese Handlungsebene. Wenn jetzt jemand aber sagt, er möchte, um einen Friedensvertrag zu erlangen, einen gelben Schein, da muss man ganz klar sagen, es hatte bisher in der ganzen Geschichte noch nicht ein Volk gegeben, von dem irgendwas verlangt wurde. Und wer denn eine Argumentation liefert, bezogen auf einen Friedensvertrag, der nur mit einem gelben Schein möglich ist, der soll auch erklären, ob wir uns da nicht schon wieder zum Büttel machen. Ja, es bedarf für den Abschluss eines Friedensvertrags den Friedenswillen von zwei Seiten. Und den erkenne ich bei der anderen Seite nicht. Und jetzt können wir uns nochmal drüber unterhalten, ob das überhaupt möglich ist alles. Und ich würde sagen, dass also um einen Friedensvertrag zu bekommen, der gelbe Schein nicht viel nützt. Des Weiteren muss man eben, guck mal, das sind Rechtstitel, die man da erhält. So, und wenn da nicht genau draufsteht, was gemeint ist, dann ist das hinfällig. Nun kommt der Nächste und sagt ja die salvatorische Klausel, wenn du irgendetwas nicht in einem Vertrag nicht geregelt kriegst oder wenn es unmöglich ist, dann gilt der Vertrag trotzdem. Also sagen wir mal, es steht dort deutscher Staatsangehöriger oder ich glaube Staatsangehörigkeit Deutscher oder irgendwie sowas steht da, ne? Ja, das ist aber kein Vertrag. Diese salvatorische Klausel kann man auch nicht anwenden. Entweder steht da alles richtig oder es ist falsch. Ja, okay. Das sind jetzt, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Ja. Ja. Es kommt hier noch was rein. Hallo Detlef, hallo Holger. Zum Grundgesetz, Grundrechte. Davon abgesehen, dass mittlerweile die dritte Notverordnung namens Grundgesetz überhaupt nicht in Kraft ist, Artikel 146, sieht man ganz deutlich, dass das wichtigste Grundrecht für die betrügerische Räuberbande in Deutschland, so die Abkürzung dort für BRD, ne? nicht gebunden ist. Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar zum Beispiel und das deutsche Volk bekennt sich darum und so weiter. Die nachfolgenden Grundrechte erst ab Artikel 2 bis 19 bzw. 20 binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Ja, was kannst du dazu sagen? Ich bin eingangs
hatte ich dann schon ausgeführt, dass ja die ersten 20 Artikel gar nicht auf uns so anwendbar sind, weil ja der angelsächsische oder angloamerikanische Rechtskreis hier gilt. Und dies auf geschäftlicher Ebene. Und von wir als Menschen so gar nicht wahrgenommen, also als natürliche Personen wahrscheinlich auch nicht so richtig wahrgenommen werden. Also von daher denke ich mal, dass diese ersten 20 Artikel keinerlei Bewandtnis haben. Des Weiteren ist es so, wir müssen auch von der Bundesregierung davon ausgehen, dass es sich um eine Geschäftsführung handelt. Sie nennen sich ja auch so. Geschäftsführend im Amt und so, solche Sachen. Und du hattest in deinen Sendungen immer wieder darauf hingewiesen, ihr Dun & Bradstreet ist alles nur eine Firma eingetragen und so weiter und so fort. Es ist ein Konzern. Und hier entscheiden die Konzernführenden und die haben vielleicht eine Satzung, allgemeine Geschäftsbedingungen. Aber die können sie auch ändern oder sich dran halten oder nicht und alles zum Wohle des Geschäftes. Ja, letztendlich vertreten sie aber immer die Interessen der Eigentümer dieser jeweiligen Firmen, wo wir eben nicht genau wissen, wer es ist. Wir haben Vermutungen. Ja. Es wird auch kein Hehl draus gemacht. Ne? Also ja. Selbst in den Systemmedien weiß man oder kann man die Erkenntnis gewinnen, dass eben nun mal Lobbyisten regieren. Das ist auch in den Systemmedien genau so dargestellt und ist sogar noch schlimmer, dass eben Gesetze direkt von irgendwelchen Firmen geschrieben werden, die dann in den Bundestag eingereicht werden und dort zur Abstimmung kommen. Ja, gleich mit dem Personal dazu. Ja. Und so weiter. Das ist unglaublich. Hier kommt noch was. GEZ-Beitragsservice. Hallo Detlef, hallo Holger. Könnt ihr mal bitte was zur oben genannten Steuer sagen? Also GEZ. Und zwar habe ich den Schrieb zugesandt, der sich auf dem Lupo-Cativa-Blog veröffentlicht wurde, dass der sogenannte Staatsvertrag ein Vertrag zwischen der BRVD und den Ländern ist, der eine Wirkung nach deren Willen auf alle hiesigen Bewohner haben soll, sprich Unrecht ist. Nun schreiben die zurück, der Rundfunkstaatsvertrag sei kein privatrechtlicher Vertrag und sei Landesrecht geworden. Habt ihr Ideen, wie ich solch einem Schreiben entgegen kann? Ich gehe davon aus, dass dieses Thema viele betrifft. Klasse Sendung und tschüss. Ja, hier ist ja nun das Problem, dass es tatsächlich Leute gibt, ne, die sagen, ja, das ist ja eine Gebietskörperschaft und so. Was, auch wieder vielen Dank für die Kommentare, auch wenn ich natürlich gar nicht fassen kann, was manche Leute da unterstellen. Natürlich ist es keine Gebietskörperschaft. Auch hier sehen wir den Beginn beim Nationalsozialismus mit dieser, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen, nicht GEZ, aber so ähnlich. Auch da wurde das Ganze eben vereinheitlicht und so weiter und so fort. Und auch die Nationalsozialisten haben nur eine geschäftliche Ebene, die sie betreten können. Alle Staatlichkeit ist nicht vorhanden. Das resultiert aus dem Umstand, den ich eben nannte. Übrigens, der Burgfriede herrscht heute noch. Alle Parteien hatten dem zugestimmt, alle Verantwortlichen, und deswegen hätte eigentlich Ruhe an der politischen Front zu herrschen. Leider ist das seit 96 Jahren nicht der Fall, und im Grunde genommen sind es alles Putschisten, wenn man es ganz hart formulieren will. Und was man denen jetzt entgegnen kann, also ich bezahle nicht, bei mir flattern nach wie vor diese Scheine ein und ich schmeiß die einfach weg. Ja, wir haben da auch immer so Aufkleber, ne? Die kann man draufpappen und dann ankreuzen, bitte keine Bettelbriefe und sowas, und dann schicken wir das wieder zurück, damit die auch ein bisschen Posteingang haben. Das wird das Bessere sein. Ja, du ja. Kannst mir ja mal so einen Vordruck mal irgendwie, was du da, hast du da sowas? Ja, Download-Dokumente habe ich das, da habe ich ganz viel Zeug drauf. Okay, aber ja. Das ist schon sehr umfangreich geworden, da muss man schon selber suchen inzwischen. Alles klar. Aber ich schicke dir das nochmal separat zu. Ja. Ich werde in Zukunft das auch zurückschicken, mit bitte keine Battlebrief und so. Ja, weil dann generieren wir wenigstens auch für die ein bisschen Arbeit, weil das muss dann auch alles wieder sortiert werden und dies. Und, ne? Ich hatte einmal hatte ich so einen Schein durchgelesen, und zwar ganz, von A bis Z. Und da stand am Ende, bitte seien Sie fair. Oder so. Ne? Bitte seien Sie fair. Ja, bin ich, aber ich bin ganz anderer Ansicht als die. Ja, und du hast diesmal keine Millionenrechnung dazugestellt. Also.
ich habe auch keine Lust, ehrlich gesagt. Bist eben kein Rechnungsschreiber, kein typischer, ne? Sagen wir so. Also ich, Papier ist nicht so mein Ding. Okay. Ja, dann haben wir noch was hier. Hallo Detlef und Holger, was mich immer ratlos und etwas hilflos manchmal wütend macht, ist, dass alles, was du diesen Leuten, Ämtern, Behörden, Gerichten schreibst und nachweist, es wird komplett ignoriert und sie machen einfach im alten Stil weiter. Wie kann man die ins Gespräch bringen? Wie könnte man zum Beispiel den Bürgermeister dafür interessieren, sich mal mit der Subsidiarität zu beschäftigen? Da wäre ich für einen Tipp sehr dankbar. LG Curry 8. Naja, das hat ja diese Ebene, die Bürgermeister, ne, wurden jetzt angesprochen. Genau das trifft doch überall zu. Du hast Leute mit unterschiedlichstem Hintergrund. Wir haben hier Bürgermeister, die kurz davor sind, die Bundesstaatenfahne hochzuziehen, ja, und zu sagen, hey, ihr könnt uns mal, ja. Und wir haben hier die Rechte, ne? Und die haben sich natürlich vorher informiert, welchen Rechtsstand die überhaupt haben. Es gibt zwei unterschiedliche. Also einmal diese ehrenamtlichen Bürgermeister, die also tatsächlich von den Einwohner zählen hier, gewählt wurden. Und andere, die dann eben intronisiert wurden sozusagen. Ne? Und von denen wirst du gar nichts erwarten können. Ne? Weil das sind Apparatschnicks. Ja, und wo waren wir noch? Ach so, ja, genau. Und bei den Behörden hast du auch wieder den völlig unterschiedlichen Kenntnisstand. Das ist doch das Problem. Du trittst irgendwelchen Leuten gegenüber, hast jetzt dein Hintergrundwissen, versuchst ein Gespräch und das kann von 1 bis 100 ein Ergebnis erzeugen. Ja, also ja. Totale Ablehnung oder Beschimpfung von mir aus sogar noch. Oder eben, ja, völliger Einverständnis. Sowas kann auch passieren. Ja gut, wir machen das ein bisschen systematischer. Wir haben also diese Auskunftsbegehren, die gewisse Phasen durchlaufen, bis nachher dann also auch dann die übergeordneten Stellen eingeschaltet werden. Das heißt, da gibt es immer dann ein Faxdeckblatt, wo es dann an alle übergeordneten Stellen geht, wie zum Beispiel, ja, je nachdem, wo man anfängt, ne? Landkreis, Regierungspräsidium, dann Ministerium des Landes, zum Beispiel jetzt in der BRID und dann auch natürlich Bund, ne? Also Bundesministerien und so weiter. Und es kommen dann immer irgendwelche Antworten und denen schicken wir dann wieder Auskunftsbegehren. Also wir wollen ja die Rothschulds und Co. wollen wir ja schlagen in dem Aufbau von Schuldgeldforderungen, ne? Aber das ist noch ein anderes Thema. Ja. Gut, ja, es ist ein bisschen Spaß auch dabei, ne? Weil das ist, wir machen das dadurch ein bisschen lächerlich, auch dieses ganze System. Aber gut. Jeder muss seine höchstpersönliche Möglichkeit da. Es soll ja Eustress sein. Eustress ist der gute Stress, Distress ist der krank macht. Ja, und solange das Eustress ist, ist ja super. Und dann kann auch ruhig manchmal ein bisschen Distress dabei sein. Ja, also ich habe unglaublich viel zu lachen immer, wenn ich hier diese ganzen Sachen lese. Aber das mache ich eh gerne. Ja, also es gibt ja noch eine Menge Fragen. Es ist jetzt die Frage, ob du noch ein bisschen weiter da in deinem Thema reden willst. Dann lassen wir uns noch die letzten 10 Minuten für Fragen offen, oder? Nee, wir können gerne die Fragen. Okay, ja. Gut. Ja, bin ich froh. Hier, der EU-Hochadel steckt sich das Geld der EU-Umlage ein. Leider finde ich bis heute keinen Hinweis mehr auf die zweistündige Reportage der ARD über die EU, die etwa 2007 ausgestrahlt wurde, in der man nach langen Recherchen sagen muss, dass die meisten Einnahmen der EU zum europäischen Hochadel gehen, ohne Gegenleistung. Zusätzlich werden einige großen Firmen, wie auch Nestlé zum Beispiel, mit hohen Fördergeldern bedacht. Über den Europäischen Sozialfonds ESM werden noch weitere dubiose Geschäfte unterstützt. Unter anderem eine Kommission zum Thema Humankapital. Frage, ist die ungültige Stimme zur EU-Wahl durch das Streichen des Wahlzettels ein geeignetes Mittel, eine Veränderung der Verhältnisse herbeizuführen, abgesehen von dem Protestsignal? Liebe Grüße an alle. Naja, ich meine, letzten Endes können wir als Vorbild nehmen die Bundestagwahl. Ja. Ob du da hingehst oder nicht. Also besser wäre es natürlich nicht hinzugehen. Also ich behalte die Wahlbenachrichtigungen übrigens. Ja, die, falls jetzt jemand sagt, ich hätte gewählt, dann würde ich sagen, hier, bitteschön.
Ja. Ja, das erachte ich inzwischen als das Beste. Ich bin natürlich auch Lernprozessen unterworfen. Ne? Da gab es mal den Vorschlag, das zur russischen Botschaft zu schicken, aber wie ich so mitbekommen habe, gibt es da auch Zerwürfnisse zwischen der russischen Führung und deren Administration. Also ja, da auf die russische Botschaft braucht man sich auch nicht. Ne? Und wenn man jetzt hier mit der EU umgehen will, die machen sowieso, was sie wollen. Ja, die, vor allen Dingen, ja, richtig. Das EU-Parlament hat ja überhaupt nichts zu sagen. Also nee. Wenn du da irgendeine Stimme denen in die Urne wirfst, dann ist sie sowieso verloren. Ja, und wenn sie nicht stimmt, die Stimme, dann wird nochmal abgestimmt. Ja, und es ist ja sowieso, das Ergebnis steht ja vorher schon fest. Eben. Ja, genau. Oder ja. So ohne Worte, ja. Ohne Worte. Hier, dann gibt es noch eine Frage hier. Rechtslage in Restdeutschland, Reorganisation der Heimatstaaten. Was hält Conrebi? Ja, das ist, geht jetzt wieder um Personen. Ich weiß nicht, ob du da antworten willst. Was hält Conrebi von Peter Frühwald und sowas? Also ich halte es so, ich überlasse dir das, dass ich zu einzelnen Personen auch im Kollegenkreise mich nie äußere, schon gar nicht also hier öffentlich. Nee, aber was man sagen kann ist, und hier komme ich nochmal auf das zu sprechen, was am 10. November 1918 vonstatten ging. Es wurde ein Geschäft eröffnet, ja, das Deutsche Reich, mit völlig anderen Grenzen, wenn man so will. Und deswegen alles, und zwar alles, was seitdem passiert ist, hat nichts mit Staatlichkeit zu tun, ist irgendwas Geschäftliches. Und alle, die sich nun auf, das geht ja nicht nur um Peter Frühwald, wir können Sömeli gleich dabei nennen oder sonstige, alle oder ach, wer da nicht alles ist, ja, es sind ja inzwischen ganz viele, alle, die sich auf irgendetwas berufen nach dem 10. oder sagen wir mal 9. November 1918, liegen falsch. Mhm. Alle. Ja. Ja, da brauchen wir keinen Einzelnen ansprechen. Ja, aber das bringt uns ja auch schon wieder ein Stückchen weiter in der Diskussion. Und es ist ja auch kein Vorwurf jetzt unbedingt an alle anderen. Die müssen ja auch dazulernen können, oder? Ich hab auch Fehler gemacht. Was heißt Fehler? Was ist denn ein Lernprozess? Mhm. Ja, ein Lernprozess, Versuch, Irrtum und so weiter. Und wir haben alle, man kann natürlich sagen, man macht nichts, dann macht man auch keine Fehler. Nein, auch das ist falsch. Mhm. Ja, und die was machen, denen passiert schon mal irgendwann irgendwas, was man als Fehler bezeichnen könnte. Ich will das gar nicht als Fehler bezeichnen. Sei es drum. Ja, das heißt ja aber, pass auf, das wäre ja so, dass die Weimarer Republik dann nachher das Dritte Reich ja im Prinzip völkerrechtlich gar nicht legitim waren. Hier müssen wir nochmal eben... Oder? Völlig klar. Jemand, der es anders sieht, möge das bitte argumentativ unterstreichen und ich habe keine Mühe, das zu zerpflücken. Wir müssen aber weitergehen. Und zwar, wer waren denn die Kontrahenten? USA zum Beispiel. Ich hatte bereits von England gesprochen, was eine Crown Corporation ist oder sowas. Was es so genau ist, wissen wir auch nicht. Vielleicht kann man das gar nicht so einfach benennen. Das sind wahrscheinlich Konsortien. Mhm. Ja, so in dem Sinne. Wir haben es aber mit den USA zu tun. Und diese sind spätestens nach der Ausrufung des Kriegskabinetts 1861 nicht mehr so richtig souverän. Durch den amerikanischen Bürgerkrieg kam es eben dazu, dass die beiden Teile, also Nordstaaten und Südstaaten, derart verschuldet waren und man bekam keinen Frieden hin. 16 Einzelversuche sind gescheitert. Mhm. Also es lag nur eine Kapitulation der größten Südstaatenarmee, geführt von General Lee, vor gegenüber General Grant, dem Nordstaatengeneral. Noch einige Truppenteile haben kapituliert. Der Rest ist auseinandergelaufen, inklusive des Kabinetts der Südstaaten. Na, mhm. Und so hatte man eben versucht, nochmal, Lincoln wollte unbedingt das Ganze als Aufstand handhaben, aber es ist schon ein Krieg gewesen, weil ja schließlich eine Blockade der Südstaaten ausgerufen wurde. Das ist eine Kriegserklärung. Mhm. Und deswegen, Lincoln wollte unbedingt
Er hatte denen versprochen, wir bauen das Land auf. Er hatte natürlich kein Geld, weil der Krieg so viel verschlang. Und seitdem gibt es eben diese Schuldverschreibung. Und mit dem Act von mit der Ermordung Lincolns und des Durchdringens der Hardliner, die haben gesagt, die Südstaaten, die werden nie frei. Sie haben auch die Nordstaatentruppen danach nochmals einrücken lassen. Mhm. Und seitdem herrscht ein Kriegskabinett in den USA. Ein Kriegskabinett tagt täglich und verschlingt umso mehr Summen und braucht noch mehr, um nochmal Lincoln zu zitieren, bei diesem ganzen Prozess, die Sau hat gar nicht so viel Zitzen für die vielen Ferkel. Das war sein Zitat und das haben wir heute noch. Sie sind nicht am Frieden interessiert. Ja, und deswegen sind wir eigentlich immer noch kontinuierlich im Krieg seit der Zeit. Und wir kriegen auch keinen Frieden. Nur, wenn wir es schaffen, eben diejenigen, die ständig für Krieg sorgen, mal stillzukriegen. Letzten Endes es gab ja durchaus Friedensverträge. Also Andorra hat ja auch einseitig einen Friedensvertrag mit dem Deutschen Reich geschlossen. Ne? Mhm. Hatte gar keinen Ansprechpartner. Hier, nochmal zuhören. Ne? Also, was ich eben sagte, ne? ab 10. November ne, war alles nur noch Geschäft und Andorra wusste gar nicht, an wen sie sich wenden sollten, um den Ersten Weltkrieg zu beenden. Ja, also was haben sie gemacht? Wir haben Frieden. Punkt. Ne? Und jetzt könnte man also konkludent vereinbart sagen. Ja, das ist auch noch eine Variante, wenn wir alle was weiß ich, wie viele Millionen, sagen wir 50, 60 Millionen, die Anspruch darauf haben, erklären würden, konkludent ausrufen, wir haben Frieden. Richtig. Vielleicht würde das nutzen. Hier ist aber dann wieder das mit dem Territorium, ne? Ja, das ist auch der Punkt. Jedenfalls kann man hier sagen, weil ich lese nicht alle Punkte vor, weil ja vieles beantwortet wurde mit deiner Aussage, aber dann muss man eigentlich sagen, dass die einzige Verfassung, die für Deutschland gültig ist, eigentlich die nur von 1871 sein kann? Das ist der Fall. Ja. Ich habe eben genannt, es haben ja auch alle Minderheiten mit. Das muss man nochmal sehen. Was ist denn das Deutsche Reich gewesen? Mhm. Ja, das war ein Sammelsurium von Völkern. Mhm. Und die haben auch alle mitgetragen, das Deutsche Reich. Aber es kann ja nicht das Grundgesetz, diese Reichsverfassung von 1871 aufgehoben haben, weil das Grundgesetz ja letztendlich aufgrund einer, ja, es ist eine Firmenentscheidung gewesen, ne? Es ist ja so, der Parlamentarische Rat wurde schlicht und ergreifend befohlen von den Alliierten. Und bis zum Mai, nochmal, hier jetzt wirklich, das ist auch ganz wichtig, bis zum Mai, wurden 36 Mal diese Leute, die den Parlamentarischen Rat bildeten, auf den Petersberg zitiert und haben dort ihre Befehle erhalten von den Militärgouverneuren auf dem Petersberg. So, wer jetzt hier von irgendwie freiheitlich, demokratisch oder so redet, der quasselt einen Blödsinn zusammen, das gibt's gar nicht mehr. So, im Mai wurde das Grundgesetz verabschiedet. Im September wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Es gibt keinen Staat oder es gibt kein staatliches Recht, eine Verfassung wäre staatliches Recht, die vor dem Staat da ist. Geht nicht. Ja. Na? Geht nicht. Und damit ist auch ad absurdum geführt, dass das Grundgesetz eine Art Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland ist, weil die ja erst später gegründet wurde. Und das passt alles irgendwie nicht zusammen. Also es ist unglaublich. Als Geschäft würde es dann wieder passen. Ne? Also da hat man dann erstmal die allgemeinen Geschäftsbedingungen und sagt hier, wir wollen ein Geschäft gründen aufgrund dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen und dann später wird das Geschäft dann erstmal gegründet. So, ne? Also die Bundesrepublik. So würde es wieder Sinn machen. Ja, und so ist es auch. So muss man es verstehen. Ja, ich habe keinen Zweifel. Okay, also das war dazu. Dann haben wir noch was haben wir hier? Da Frage, das Vorhaben, Neugeborene mit dem RFID-Chip zu versehen, ist in der Politik angekommen. Habt ihr eine Idee, wie man das abwenden kann? Den RFID-Chip für die Neugeborenen. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich durchsetzbar ist, ob das wirklich gemacht werden kann. Hast du davon gehört?
Ja, sicherlich habe ich davon gehört, aber wir müssen mal unterstellen, dass auch gegen den Willen und ohne Bescheid zu sagen, auch Menschen schon gechippt wurden. Ja, Das muss man immer, ja. das kann also ja, es ist ja in deiner Jacke, ne, die du kaufst, irgendwo ist es, sind die Chips ja auch drin, also. Ja, das ist aber, und das geht sogar schon weit zurück. Ne, dass diese Generationsfolge der RFID-Chips hat sich natürlich entwickelt, aber so Anfangsmodelle sind auch schon vor 40 Jahren gechippt worden. Ja, und maßgeblich daran beteiligt ist ja auch IBM, ne? Die ja Ja. auch im Dritten Reich aktiv waren. Wenn man sich nur mal die Medizin mal ansieht, es gibt sehr viele Menschen, die zum Beispiel irgendwelche Sendeanlagen mit sich rumtragen, weil gewisse Zustände, also Epilepsie oder am besten sind noch Herzschrittmacher oder Defibrillatoren, ne, also die jetzt implantiert sind, ja, Ja. und die ganze Zeit, also in einer gewissen Nähe zur Klinik Daten senden. Was da sonst noch alles drin ist, wissen wir nicht. Und die Dinger Ja. sind schon so 5, also 2 € Stück rot, ein bisschen größer. Ja. Ne, da passt viel rein. Wahnsinn. Ja, es wird ja auch vermutet, dass in diesen ganzen Impfungen, Impfprogrammen auch vorne in der Nadelspitze möglicherweise irgendein Mini-Nano-Chip oder sowas drin sein könnte. Ja. Und so weiter. Es ist unglaublich, was da schon gemacht wird an uns. Und auch aus der Luft werden wir immer schön beglückt mit den Chemtrails und so weiter. Also es ist unfassbar, was wenn man eigentlich wirklich mal ganz tief ins Rattenloch hineinkrabbelt, gell? Was da noch alles zu entdecken gilt, oder? Keine Frage. Ja, jetzt habe ich noch mal eine Frage. Und zwar haben wir auch schon mal darüber diskutiert im kleineren Kreise, wenn es so ist, dass in der Bundesrepublik Deutschland also ein Bürgermeister eigentlich als kleinste Einheit in einer Gemeinde die umfassende eigentlich staatliche Macht sein könnte, dann könnte man es doch so machen, dass man eine kleine Gemeinde besiedelt, oder? Da kommen dann, wenn man in einer Gemeinde, die vielleicht 300, 400, 500 Köpfe hat, da ziehen jetzt mit einmal 1.000 Leute hin. Ja, ich meine, du brauchst, ich sagte eben, es sind einige wirklich so weit, weil die Gemeinden können nicht mehr. Ja, und die kriegen auch ganz genau mit. Ich bin selber schon auf Ratsversammlungen gewesen hier, auch in Mecklenburg-Vorpommern und so. Es ist so, dass es braucht nicht mehr viel. Und dann sind einige auch bereit, Konsequenzen erdulden zu müssen, weil das hätte Konsequenzen, wenn die Bundesstaatsfahne dort hochgezogen und deren Verfassung umgesetzt würde. Ja, und du brauchst gar nicht erst Leute, die da in einen Ort einziehen. Also, das ist natürlich von Gemeinde zu Gemeinde äußerst unterschiedlich. Aber zum Beispiel hier, Neuhaus, ne, ist, ich habe die Gemeinde Neuhaus nur deswegen genannt, weil man ist an mich herangetreten. Ich will hier keinen Namen nennen, aber Neuhaus hatte ich genannt, weil die da auch so zu stehen. Es gibt aber auch noch ganz andere. Na? Ja, denn wir wollen ja auch lösungsorientiert denken und wir wollen natürlich auch die Sache mit unterstützen und ich bin da immer gerne vorne mit dabei, wenn es da etwas zu unterstützen gibt. Wir wollen aber nicht ohne Not natürlich in irgendwelche Prozesse eingreifen, die im Moment noch nicht aktuell sind oder nicht an die Öffentlichkeit sollen. Aber wir müssen ja den Menschen irgendwas anbieten. Ich hatte jetzt zum Beispiel hier einen verzweifelten Brief einer Frau bekommen, einer Mutter mit ihrem Kind, die fragt, wo soll ich bloß hin? Überall werde ich nur verfolgt, ja, von allen möglichen Seiten, also vor allen Dingen jetzt hier so behördlicher Seite. Wo kann ich hier irgendwo mal wieder wie normaler Mensch leben? Das ist ganz schwierig, Und ja. das ist ganz schwer. Und dann, was soll man einer solchen Person raten? Weil flüchten kannst du ja nicht vom System. Man kann nur eben versuchen, das System an einem Ort außer Kraft zu setzen oder ein anderes aufzubauen, wie ja ganz viele Bemühungen ja auch zeigen. Ihr habt das auch gehört, sicher da mit Venedig, in Venetien, wo eine vorab Volksabstimmung gefunden hat, wo die gesagt haben, wir wollen uns von Italien trennen. Weil wir können die Politik nicht mehr ertragen.
Ja, da die Separationsbestrebungen, das ist wirklich enorm, was wir da so haben. Ne? Also auch in Großbritannien, ne? Wales und Schottland. Ne? Ja. Letzten Endes die Basken und so, ist ja schon lange bekannt. Ne? Katalonien und. Ja, Venetien habe ich natürlich auch gehört, finde ich sehr, sehr spannend. Hier nochmal ganz kurz, diese Gemeinde Rüterberg, ne? Die hatte ja, das ist noch nicht mal eine Gemeinde gewesen. Die haben ja sogar zu Zeiten der DDR genau dieses so umgesetzt. Allerdings ging das mit den Behörden der DDR, mit Behörden der BRD wird das nicht gehen. Was würdest du denn so sagen? Ich meine, das ist ein schwieriges Thema, weil ich habe das auch nicht umfassend genügend recherchiert, aber wenn man eigentlich auch mal hier auf dem Gebiet der Bundesrepublik in Deutschland, wo die also hier ansässig sind, einfach eine Abspaltung macht. Ja, was ist jetzt eine Abspaltung? Mir wurde auch vorgeworfen, ich würde zur Separation aufrufen. Ich sage mal so, die BRD hat sich separiert. Und die haben Recht und Gesetz nämlich längst verlassen. Ja, und wenn ein Bürgermeister tatsächlich, oder von mir aus auch eine Bürgermeisterin, jetzt tatsächlich sagt, hier, wir ziehen jetzt die Bundesstaatsfahne hoch und hier gilt die Verfassung von, was weiß ich, 1850. Ja, weil das ist der Rechtszustand. Und was kann, also nach preußischer Verfassung könnten die sogar Truppen aufstellen. Ne, Landwehr. Ein Reiseausweis damals war ein königlicher Befehl, ja, und zwar an den jeweiligen Bürgermeister, falls der Reisende aufgehalten wird, dass er eben Kräfte schickt, dieses Problem zu lösen. Das sind meistens bewaffnete Kräfte gewesen. Ja, also, ne, falls, ne, das war ein Reiseausweis früher, der hat auch gar kein Bild gehabt. Jedenfalls nur so als Randnotiz. Ich komme jetzt auf ein ganz schwieriges Thema, und zwar Ostpreußen. Stelle man sich mal vor, die BRD provoziert weiter. Denn Putin hatte nicht nur Ostpreußen angeboten, sondern eben auch zum Beispiel Lemberg, ja, an Polen. Ne? Die alten Zustände, die sind noch da. So, wenn jetzt schwarz-weiß-schwarz mit Adler in Ostpreußen geflaggt wird, dann hast du da automatisch alle, das ist sogar Urpreußen, ne, wenn man das nochmal so nimmt, ne, und da hast du alle, die Rechtsfähigkeit ist voll hergestellt, die Handlungsfähigkeit ist voll hergestellt, und wir müssen ja bei der BRD immer sagen, was Staatlichkeit angeht, haben sie ja überhaupt keine Handlungsfähigkeit, ne, Stichpunkt gelber Schein. Ne? Das ist ja, was ist das? Ja? Ist das staatlich? Ja, ne, eben. So, und dann hast du einen Zustand. Die BRD ist sofort erledigt. Ich sag mal so, Putin hat einen Trumpfass, wenn die jetzt da weitermachen mit Kaukasus und Ukraine und so. Ostukraine, ja, die sich ja auch noch lösen möchte. Und wenn die BRD da noch weiterhin sich geriert wie ein schwarzer Schwan, wie sie schon an der US-Börse genannt werden, ja, dann kann das durchaus sein. Und sei es nur ein Teil. Sei es nur ein Teil davon. Ey, immerhin. Ja. Denn das sehe ich als eine Möglichkeit, eben einfach wieder ein Leben führen zu können. An dem Thema sitze ich auch schon ein bisschen länger dran. Da ist dieser Stefan Pracht, der hatte zum Beispiel vom Irrmeier gesprochen. Ne? Ja. Und zwar deswegen, weil er auch gerichtlich geprüft ist. Ne? Der hat also tatsächlich seherische Fähigkeiten. Und wenn man jetzt ganz genau überprüft, was der Irrmeier sagt, südlich der Donau ist alles sicher. Ja, das ist ja die geografische Ausdehnung Preußens. Ja, und dann sind plötzlich russische Truppen am Rhein. Tja. Ja, also ich mache mir wirklich in jeder Hinsicht Gedanken, habe auch meine Befürchtungen und so weiter, möchte und tätige diese natürlich möglichst, um solche Zustände dann eben nicht zutreffen zu lassen. Wir müssen hier nochmal die MacKinder-Theorie ganz kurz nennen. Das ist die No-Go-Area. Das ist der größte anzunehmende Unfall, wenn es zu diesem kommt, nämlich das Herzland, dieses Herzland, ne, was da beschrieben wurde, ne, diese ganzen Rohstoffe und so weiter, und dann auch noch das preußische Know-how oder so. Das wollen die nicht. Dann fliegen hier die Fetzen.
Ich sag's nur so, ne? Also, und das weiß Putin auch. Deswegen nehme ich mal nicht an, dass die Fahne in Ostpreußen hochgezogen wird, aber im Grunde genommen müssen wir alle ein bisschen in Hab-Acht-Stellung sein bei dem, was wir tun. Wir sollten hier nicht, natürlich diese Verfolgung, die diese Frau da erleben muss, ne, was auch andere erleben müssen, das ist Wahnsinn. Und ich kann da nur Bestes wünschen. So ein richtiges Rezept habe ich nicht. Das Beste wäre, wir würden hier irgendwas erreichen können. Zum Beispiel, dass Gemeinden tatsächlich die Fahne hochziehen und sagen, hier gilt bundesstaatliches Recht und ansonsten nichts. So, und dann kann die BRD nämlich machen, was sie wollen. Gut, die werden machen. Die werden auch gewalttätig. Ja, ja, tun sie ja jeden Tag. Ne? Du wirst ja wegen 5 Euro wirst ja verfolgt und hier ins Zuchthaus gesperrt. Ja. Die sind ganz brutal, vor allen Dingen gegenüber Leuten, die da noch nicht so wissen, wie man sich dagegen wehrt. Ja, ich habe hier noch einen Punkt, der hier noch reingekommen ist, wenn du noch mit dir anhören möchtest. Gerne. Dass wir darauf vielleicht was sagen können. Hallo Conrebi. Die BRIVD schreibt, sie kann es sich nicht leisten, auf die Grundrechte zu verzichten, da sonst das ganze Lügengebilde auflügen würde. Selbstverständlich nur bei denen, die wirklich diese hart einfordern. Zum Schein und Anschein geschehen immer wieder kleine Wunder. Die Agenda 21 mit Hartz IV ist reine Diktatur und das wollen die wenigsten begreifen. Das Grundgesetz ist die AGB der BRIVD, schreibt hier Schramme vom Schramme-Journal. Ja. Was ist das? Ist das so, ne? Ja, natürlich ist es so, ne? Aber wir haben jetzt immer das Problem, also ich zum Beispiel würde niemals BRID oder BRVD oder so schreiben als Adresse, ne? Da wollte ich nur mal kurz darauf hinweisen, weil solche Leute gibt es auch. So heißt das Geschäft nicht. Es heißt ja auch nicht Kabel in Deutschland, sondern Kabel Deutschland. Ne? Ja. Ja, ja, ich meine nur so, ne? Ja, ja. Nur kurz darauf hinweisen, ne? Im Sprach, wenn man sich jetzt so unterhält, ne, klar, ne, können wir das machen. Ja. Die Grundrechte muss die BRD nicht einhalten. Das geht ganz anders. Es gibt ja auch jene Leute, die sagen, lass den Attest ausstellen. Oder was haben die da? Gutachten oder so? Attest, ne? Dann soll man also zu einem Psychiater hingehen und sagen, hier, bin ich noch taufrisch? Ja, und der befragt einen und stellt einem einen Attest aus oder was weiß ich, irgendwie sowas, ein Gutachten. Das sind akute Sachen, weswegen man dann eingeliefert wird. Oh, der Mann, der hat eine akute Schizophrenie. Oder die Frau hat eine Katatonie, eine akute Form. Die können wir leider nicht rauslassen. Das geht nicht. Ja. Ja? Von wegen Grundrechte. Ja, das ist ja. Und die einzige Möglichkeit, das hatte hier auch der der NSA sich beschäftigende Reporter da gesagt, ich glaube, der heißt Greenwald oder so, der auch mit dem Ding da zusammenarbeitet, der das alles aufgedeckt hatte oder veröffentlicht hatte. Nur die Öffentlichkeit, nur die Presse, die freie Presse kann hier helfen. Das sind die einzigen, die die Macht kontrollieren können. Denn was sie nicht haben können, ist, wenn die Masse sich dagegen stellt, oder? Irgendwann dann können sie ja nicht viel machen, oder? Ja, also das ist der einzige Schutz und nochmal, es wäre besser, man vernetzt sich mit anderen Leuten. Das wäre noch ein gewisser Schutz, obwohl wir natürlich auch solche Erfahrungen haben. Guck mal, schon allein das mit der Bürgermeisterin da in Briestensee. Ne, das sind doch alles, es wird das Recht mit Füßen getreten und Menschen schwer beschädigt. Ja. Hier, Leute werden inhaftiert aufgrund diesem oder jenem. Ja, also ich sehe das nicht, dass hier Grundrechte geachtet werden müssen. Nein, aber wir setzen es trotzdem immer ein als Forderung, weil sie nach außen hin ja vertreten. Ne? Das gibt ja auch sogar Schreiben, ne? Von Justizministerin und was weiß ich, dass das Grundgesetz Gültigkeit hat und alles. Und ja, gültig. Ja, das ist die Frage, ob es angewendet wird. Ne? Ja, gültig für wen?
Ja, das ist ja, eine gute Frage. Es gibt auch von der britischen Botschaft ein Schreiben, ja, Deutschland ist souverän. Ja, aha, damit haben sie auch im Prinzip recht, ja. Aber eben meinen die ein anderes Deutschland und das ja. ist nicht aktiv wegen mangelnder Organe. Ja. Ja. Das ist unglaublich. Also die wissen auch alle Bescheid, das ist das Problem. Ne? Ja, das ist eine Durchtriebenheit, die man... das ist das Problem. Die guten, die normalen Leute schließen immer von sich auf andere. Und sie mögen alle vielleicht herzensgut sein oder so. Aber wenn sie dann von sich auf andere schließen und sagen, nein, das kann ich mir nicht vorstellen oder so. Gelegenheit schafft nun mal Diebe. Das ist ja. eine alte Erkenntnis. Ja. Ja, und in dem Sinne werden wir wahrscheinlich noch viele Stunden über diese Themen sprechen können, oder? wir nähern uns jetzt so langsam dem Ende unseres deutschsprachigen Teils, aber ich möchte dem Holger auch nochmal Gelegenheit geben, nochmal seine Webseiten, seine Arbeit vorzustellen, damit er also an dich auch nochmal da deine Arbeit nochmal sehen kann. Kannst du es nochmal ein bisschen erwähnen? Ja, also ich habe eine Webseite, die leider ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, conrebiwordpress.com. Viel wichtiger ist mir der YouTube-Kanal, Conrebi, ne, mit C-O-N. R-E-B-B-I. Ne, also auf YouTube. Und ich hatte mal versucht, auch zu aktuellen Themen Videos zu machen, aber das ist nicht so mein Ding. Ich möchte lieber den geschichtlichen Hintergrund noch mit einflechten, weil das wirklich sehr wissenswert ist und bestimmt nicht langweilig. Ja, das ist, wir brauchen auch diese ganze Tiefenarbeit, weil, ja. Und man muss sich irgendwo ergänzen. Ne? Nicht jeder kann alles, sondern wir müssen alle unsere Schwerpunkte nutzen. Und ich rufe da ja auch immer dazu auf und sage, ich kann auch nicht überall sein, ja, auch wegen mangelnder Ressourcen und ja, ich kann mir auch nicht vier teilen. Und deswegen freue ich mich immer, wenn Leute mitarbeiten, mir Links schicken, Informationen schicken und so weiter. Das ist ganz toll. Und ich rufe auch dazu auf, eigentlich muss jeder ein Journalist sein, ein in eigener Sache. Um eben alle Informationen, die auch gefüttert werden, nochmal zu überprüfen. Auch deine Sachen, die du findest, hinterlegst du ja mit entsprechenden Daten und Links und so weiter. Ne? Ja, ich mache dann auch Collagen davon und dann sieht man die im Bild. Ja, also es ist ganz wichtig, dass wir hier auch viele, viele Menschen finden, die unsere Informationen weitertragen. Auch deine Videos und meine Videos oder was auch immer. Ganz wichtig, dass wir das tun. Und ich fordere auch jeden auf, sich da mit mir in Verbindung zu setzen. Man kann auch es ist zwar nicht notwendig, aber es ist hilfreich, wenn man einen Presseausweis hat. Da kommt man an viele Sachen ran, die man so den Zutritt nicht so einfach bekommt. Also das sollte man tun, dann kann man auch für uns recherchieren, für uns berichten. Ja, ist also möglich. Wer da Interesse hat, kann sich da mit mir in Verbindung setzen. Ja, ansonsten, was kannst du uns raten? Wie gehen wir mit diesen Firmen um am besten? Die uns hier so versklaven oder beherrschen wollen. Das ist eine schwierige Frage, ne? Ganz zum Schluss. Können wir nochmal eine ganze Sendung machen. Holger, oder? Hast du dich nicht freigeschaltet jetzt vom Mikro her? Ach so, ja, danke für den Hinweis. Ja, der sprach ja die ganze Zeit schon, aber hat sich nicht freigeschaltet, dann wird das so. Ja, das grundsätzliche Problem ist, man weiß nicht, welchen Wissensstand das Gegenüber hat. Das ist das wirklich ganz wichtig und deswegen also immer freundlich bleiben, von mir aus auch scherzend und es muss nicht beim ersten Gespräch oder so, beim ersten Kontakt mit irgendjemand, muss man nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, sondern versuchen irgendwie diplomatisch, taktisch vorzugehen. Was anderes kann ich nicht raten. Also mit Gewalt läuft es sowieso nicht, sollten wir auch nicht tun. Dieser große Knall, der da erhofft wird, hoffentlich bleibt er aus. Wir haben Atomkraftwerke im Land. Ja, wenn die mal nicht versorgt werden, dann fliegen die nämlich in die Luft. Ja, also von wegen großer Knall. Also so mit Massenerhebung. Und wenn hier ein Generalstreik stattfinden würde, hätten wir einen Kriegszustand wieder. Die ja. Gewerkschaften achten drauf. Die sind ja auch Teil des Systems. Ja. Eben, es ist alles systemdurchsetzt, das ist die Problematik. Aber dennoch kann man natürlich anfangen, sich aus dem System zu lösen, unabhängig zu werden
Das ist immer das, was wir bei United We Strike propagieren. Also ich kann das noch sagen. Also ich habe zum Beispiel mit anderen Leuten zusammen einen Fax geschickt am 4.4.2014, wo ich dann die Staatsangehörigkeit Deutsch ablehne, ne, und eine Entlassungsurkunde will. Ne? Das ist das Einwanderungs- und Staatsangehörigkeitsbehörde. Das ist die Einwanderungs- und Staatsangehörigkeitsbehörde. Von denen kriegt man natürlich auch nichts. Bloß auf so einem Faxbeleg sollte dann, das ist wichtig, sollte eben der Zustand des Faxes draufstehen und dann die erste Seite zumindest. Dann kann man auch sagen, hier, ihr habt das gekriegt. Ja, weil sonst sagen die nämlich, nö, da sind bloß weiße Blätter gekommen. Richtig. Und deswegen ist es ganz wichtig, also die Werkzeuge, die man haben muss, ist ein Internet, ein funktionierendes Internet. Ja, dann muss man unbedingt ein Faxgerät haben. Ja, zumindest also in der Bundesrepublik in Deutschland. Und dann muss man auch sich ein bisschen auskennen mit Recherchen und so weiter, wie das funktioniert mit dem Internet, dass man auch weiß, wie man ein Video laufen lassen kann und so. Also das sind die Grundvoraussetzungen, ansonsten wird es schwierig. Oder? Ja, das Internet ist ultra wichtig. Also vor 4 Jahren bin ich ein ganz anderer Mensch gewesen. Ja, also das ist die Basis für uns und solange sie verfügbar ist, müssen wir sie nutzen. Ja, Holger, ich danke dir so sehr, dass du heute Zeit für uns gefunden hast in diesem doch sehr komplexen Thema, uns fundiert auch viele neue Informationen mitzuteilen und hoffe, dich auch bald wieder mal in die Sendung, in irgendeine Sendung einladen zu können. Wir sind jetzt am Ende unseres deutschsprachigen Teils hier bei uns im United We Strike Radio Marathon und bei Wake News Radio TV. Wir werden diese Sendung nicht gleich wiederholen können, weil die Live-Sendung gleich weitergeht, sondern wir werden das dann später einspielen, wahrscheinlich so im Laufe des Sonntags kann man es dann hören. Und ich mache mich dann auch an das Video, dann, ne, obwohl wir den Conrebi nicht live sehen können. Ja. Aber ja, so ein paar Bildchen habe ich von dir, das schmuggel ich mit rein. Ja, und dann danke ich dir und noch mal letzten Hinweis vielleicht für dich, wo man und wie man dich erreichen kann. Nimmst du auch E-Mails und sowas an oder wie kann man dich kontaktieren? Ja, E-Mails, das ist ein wichtiges Thema. Ich wollte mir immer schon sowas zulegen. Ich werde das jetzt machen und dann werde ich das auch bei jedem Video in die Videobeschreibung mit reinpacken. Aber ja, ich möchte mich natürlich auch für die geschätzte Zuhörerschaft bedanken oder bei der geschätzten Zuhörerschaft bedanken. Und vielen Dank an die vielen Kommentatoren zu den Videos und sonstigen Beiträgen, die da so gelaufen sind. Ne, das hat viel gebracht und ja, gehabt euch wohl. Ja, super. Danke dir, Holger. Und wir gehen jetzt in die kleine Zwischenpause. Danach geht's weiter. Ja, also alle dranbleiben. Dann auf Englisch, ne, sonst kriege ich einen Rüffel, wenn ich auf Englisch weitermache. Aus Amerika. Wir hören jetzt hier zum Ende der Sendung von Pokerface, passend natürlich, komm, Revolution. Ja. Und so ein bisschen was muss schon passieren, sonst können wir überhaupt nichts ändern hier auf der Erde. Dann sehen wir uns halt wieder, Satellite von Wake News Radio, Wake News TV, im United States Radio Marathon. Dank nochmal an Holger und bis gleich. This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Too many people in America fear their government, and the government is being run by too many powerful agencies like the IRS and others. I think it's time the people take the country back through their representative government. Politician living on that hill, living in that lap of luxury, on We the People's Bill. Don't have a clue
like the clock of a tyranny. For if we don't, then who will do it for ourselves? And how about our children?